Und nun, meine Damen und Herren, beginnt der eigentliche Teil der Tagung, das Thema Sicherheit, Gefühle und Realitäten. Und für den Eröffnungsvortrag darf ich nun Herrn Professor Dr. Tobias Singelstein auf die Bühne bitten. Tobias Singelstein ist Jurist und er kommt von der Ruhr-Universität Bochum, wo er den Lehrstuhl für Kriminologie an der Ruhr-Universität innehat. Und wir sind sehr gespannt, was es mit gefühlten und realen Risiken bei uns in der Bevölkerung und im Polizeiapparat auf sich hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Singelstein. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Polizeipräsident, sehr geehrter Herr Direktor Utscher, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und zu Ihnen sprechen zu können zum Thema subjektive Sicherheit und Kriminalitätsfurcht in Zeiten der Verunsicherung. Und sowohl Herr Maßmann als auch Herr Utscher haben mir jetzt schon ein paar meiner Pointen vorweggenommen, aber das zeigt mir, dass ich mit dem Zuschnitt meines Vortrages jedenfalls nicht ganz falsch liege und Ihnen das, was Sie schon gehört haben, hoffentlich noch etwas differenzierter darstellen kann. Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamtes, hat auf der zurückliegenden Herbsttagung des BKA im vergangenen Jahr zwei bemerkenswerte Sätze gesagt. Der erste lautet: Auch die Angst der Menschen vor Kriminalität muss ernst genommen werden. Der zweite lautet: Auch Gefühle sind Fakten. Bemerkenswert sind diese Sätze nicht, weil sie etwas wahnsinnig Neues transportieren würden. Sie sind bemerkenswert, weil sie eher einen Schlusspunkt einer Entwicklung markieren. Lange Zeit wurde die Praxis im Feld der inneren Sicherheit von den Anforderungen der sogenannten objektiven Lage bestimmt. Man war also bemüht, tatsächlich bestehende Problemlagen zu identifizieren und zu bearbeiten. Dies hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt, beginnend bereits in der alten Bundesrepublik. Zunächst betrat das Thema Kriminalitätsfurcht die Bühne. Straftaten wurden nicht mehr nur als vergangene Geschehensabläufe betrachtet, die es zu bearbeiten gilt. In den Fokus von Forschung und Öffentlichkeit rückten auch die subjektiven Befindlichkeiten. Unter den Stichworten subjektive Sicherheit und Sicherheitsempfinden hat diese Perspektive dann noch einmal eine Erweiterung erfahren. Die neue Bedeutung des Subjektiven bezieht sich seitdem nicht mehr nur auf Straftaten, sondern nimmt alle möglichen Quellen von gefühlten, von potenziellen Unsicherheiten in den Blick. Hierzu gehören konkrete Gefahren, wie sie das Polizeirecht formuliert, ebenso wie wahrgenommene Risiken oder aber auch bloße Ordnungsstörungen, etwa im öffentlichen Raum. Die gesellschaftliche Wahrnehmung von Sicherheit im Sinne von innerer Sicherheit, um die es ja hier gehen soll, hat sich also seit den 1980er Jahren recht grundlegend verändert. Erstens hat sie eine Verlagerung von Objektiven zum Subjektiven erfahren und zweitens hat sie eine erhebliche Entgrenzung durchgemacht. Im Fokus steht nicht mehr alleine die Kriminalität, die durch die Tatbestände des Strafgesetzbuches vergleichsweise klar konturiert ist. An deren Stelle ist vielmehr der sehr viel weitere und diffusere Begriff der Sicherheit bzw. als Gegenpart dessen der Unsicherheit getreten, der neben der Angst vor Straftaten sehr viel mehr umfasst. Im Folgenden möchte ich mich vor dem Hintergrund unseres heutigen Tagungsthemas daher folgende Fragen annehmen. Wie sieht diese Entwicklung, die ich Ihnen gerade ganz grob skizziert habe, konkret aus? Wie könnte man sie vielleicht erklären? Und was folgt eigentlich daraus? Und dies tue ich in 6 Schritten, die ich Ihnen kurz darstellen möchte. Zunächst soll es um Kriminalitätsfurcht als Ausgangspunkt dieser Subjektivierung gehen, wo ich Ihnen sozusagen das präsentiere, was aus der kriminologischen Forschung bekannt ist. Dann möchte ich Ihnen ein paar empirische Befunde mit auf den Weg geben, von denen wir schon ein wenig was gehört haben. Den Blick dann weiten auf Sicherheit und Unsicherheit als neues Thema. Und dann soll es um Entstehungszusammenhänge von Verunsicherung gehen, die Reaktionen und Folgen darauf. Und abschließend komme ich zum Fazit
und Ausblick. Zunächst aber zur Kriminalitätsfurcht und ihrer Erklärung. In der Forschung zur Kriminalitätsfurcht wird zwischen allgemeinen und persönlichen Kriminalitätseinschätzungen unterschieden. Allgemeine Einschätzungen beziehen sich darauf, wie der Einzelne die Kriminalitätslage in seinem Land oder in seiner Region einschätzt. Hier gehen die Befragten, und das kennen die meisten von Ihnen vermutlich, nach sämtlichen Studien weit überwiegend von einem Anstieg der Kriminalität aus, selbst dann, wenn die amtlichen Registrierungen und die berichteten Opfererfahrungen Rückgänge aufweisen. Gerade der Anteil besonders schwerwiegender Delikte wird im Vergleich zu den Registrierungen krass überschätzt. Dabei wird die Kriminalitätslage umso positiver eingeschätzt, je stärker der räumliche Bezug zur eigenen Wohngegend ist. Und dazu präsentiere ich Ihnen kurz ein paar empirische Daten und Veranschaulichungen. Das ist zunächst das Ergebnis einer Studie des Kollegen Pfeiffer, die schon ein paar Jahre alt ist, die man aber mit Sicherheit heute auch so wiederholen könnte. Hier wurde die Bevölkerung nach ihrer Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung in den vergangenen 10 Jahren gefragt und dem Ganzen dann die tatsächliche Kriminalitätsentwicklung anhand der PKS-Zahlen gegenübergestellt. Und wie es Sie kaum verwundern wird, sind die Zahlen der PKS sehr differenziert. Es gibt Deliktsbereiche, wo ein Rückgang zu verzeichnen ist, es gibt Deliktsbereiche, wo eine Zunahme zu verzeichnen ist. Auf Seiten der Bevölkerung hingegen ist überall eine Zunahme zu verzeichnen. Das heißt, in allen Deliktsbereichen gehen die Befragten davon aus, dass es zu einem mehr an Kriminalität gekommen ist. Und insbesondere bei den Deliktsbereichen, die besonders schwerwiegend sind, die in der gesellschaftlichen Debatte eine besondere Rolle gespielt haben, wie der vollendete Sexualmord hier als anschaulichstes Beispiel, wird die Lage extrem überzeichnet. Wir sehen auch nochmal, wenn wir uns die Entwicklung der Häufigkeitszahlen wirklich über einen langen Zeitlauf angucken, also das, was in der PKS zu sehen ist, dass gerade die Delikte, die in der Öffentlichkeit für eine ganz herausgehobene Bedeutung und eine zugespitzte Debatte sorgen, also Tötungsdelikte und schwere Sexualdelikte, auch über die Jahrzehnte hinweg, die vergangenen 50 Jahre, rückläufig sind. Das Ganze hängt damit zusammen, wie der Einzelne Kriminalität wahrnimmt, und das hängt, wie gesagt, auch damit zusammen, wie man konkret diese Frage stellt, ob man nach der Kriminalitätseinschätzung bezüglich des gesamten Landes oder der eigenen Wohngegend fragt. Je näher das Ganze an die eigene Wohngegend, an die subjektive, reale Erfahrung des Einzelnen heranrückt, desto realistischer wird die Kriminalitätseinschätzung des Einzelnen. So viel zur allgemeinen Kriminalitätseinschätzung. Die persönliche Ebene betrifft demgegenüber die Frage, wie der Einzelne seine individuelle Bedrohung durch Kriminalität beurteilt und damit die Kriminalitätsfurcht im eigentlichen Sinne. Hierbei handelt es sich um ein komplexes Phänomen, in welchem sich 3 Aspekte miteinander verbinden. Die kriminologische Forschung differenziert zwischen der kognitiven Ebene, der affektiven Ebene und der verhaltensbezogenen Ebene, auf denen Kriminalitätsfurcht untersucht wird. Die kognitive Ebene, also die verstandesbezogene Dimension, betrifft die Einschätzung des persönlichen Risikos, Opfer einer Straftat zu werden. Die affektive Dimension umfasst die negativen Gefühle in einer vermeintlichen Bedrohungssituation. Kognitive und affektive Dimensionen hängen eng zusammen, sie sind miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig, da die Gefühle in einer bestimmten Situation natürlich von der generellen Wahrnehmung und Einschätzung dieser Situation geprägt sind und umgekehrt. Ein Furchtgefühl in einem Park kann beispielsweise durch Medienberichte zu Übergriffen in einem anderen Park beeinflusst und geprägt sein. Der 3. Aspekt ist dann die konative Dimension. Sie beinhaltet die Verhaltensebene, also Vermeidungs- und Schutzverhalten in als bedrohlich erachteten Situationen, wie etwa das Meiden bestimmter Orte oder die Sicherung der Haustür durch zusätzliche Schlösser. Während über diese Dimensionen des komplexen Phänomens Kriminalitätsfurcht weitgehende Einigkeit besteht, lässt sich dies für die Frage der Entstehungszusammenhänge keineswegs sagen. Hier zeichnet sich ein sehr differenziertes Bild. Empirische Studien zur Kriminalitätsfurcht haben etwa gezeigt, dass es Zusammenhänge gibt zwischen einer gesteigerten individuellen Kriminalitätsfurcht einerseits
und einem niedrigen Bildungsabschluss, einer schlechten finanziellen Situation oder einem mittelgroßen Wohnort andererseits. Relativ prominent diskutiert worden ist auch die Viktimisierungsthese, der zufolge sollen Personen, die Opfer einer Straftat geworden sind, eine höhere Kriminalitätsfurcht aufweisen. Empirische Studien haben allerdings gezeigt, dass diese These nur sehr bedingt bestätigt werden kann. Der Einfluss variiert stark abhängig von dem jeweiligen Delikt, das der Viktimisierung zugrunde liegt, und sie nimmt im Zeitverlauf stark ab. Die soziale Problemperspektive wiederum sieht Medienkonsum und die politische Problematisierung von Kriminalität als wesentliche Ursachen für Kriminalitätsfurcht. Studien zeigen indes auch hier, dass insbesondere die Rolle der Medien an dieser Stelle deutlich überschätzt wird. Und damit komme ich zur sogenannten Generalisierungsthese, die in den vergangenen Jahren ziemlich prominent diskutiert worden ist und an Bedeutung gewonnen hat. Die Generalisierungsthese interpretiert Kriminalitätsfurcht als Projektion allgemeiner Ängste und Unsicherheitsgefühle. Im Vordergrund dessen stehen soziale, ökonomische, politische Ängste, die auf das Thema Kriminalität projiziert werden. Insbesondere seit den 1990er Jahren führen eine zunehmende soziale Verunsicherung aufgrund der Transformationsprozesse in den westlichen Gesellschaften dazu, dass ehemals vorhandene Sicherheiten und Gewissheiten infrage gestellt werden. Diese abstrakte Bedrohung wird auf die Furcht vor Kriminalität projiziert und somit benennbar und bearbeitbar. Studien zeigen etwa, wer mehr Angst vor Arbeitslosigkeit oder Altersarmut hat, empfindet auch mehr Kriminalitätsfurcht. Wer generell unsicher ist, der ist auch im Bereich der inneren Sicherheit verunsichert. Während soziale Zukunfts- und Existenzängste nur schwer zu begreifen und zu bearbeiten sind, ist Kriminalität ein vermeintlich leicht fassbares und vermeintlich schnell zu bearbeitendes Problemfeld, in dem sich vermeintlich vergleichsweise einfach die gefühlte Sicherheit erhöhen lässt. So viel zur theoretischen Grundlage, zu den Konzepten, und ich komme zu meinem zweiten Punkt, den empirischen Befunden. Neben der Frage der Entstehungszusammenhänge befasst sich die empirische Forschung in der Kriminologie zur Kriminalitätsfurcht vor allem mit den Fragen, wie sich die Kriminalitätsfurcht im Zeitverlauf entwickelt, wie ihr Verhältnis zum tatsächlichen Kriminalitätsaufkommen, zur tatsächlichen Kriminalitätsentwicklung ausgestaltet ist und welche Zusammenhänge mit anderen Ängsten und Unsicherheitsgefühlen bestehen. Ein Blick auf die Entwicklung der Kriminalitätsfurcht, und darauf hat Herr Maßmann schon hingewiesen, zeigt zunächst, dass sich diese ziemlich konstant entwickelt. Anders als man angesichts der kriminalpolitischen Debatte annehmen könnte, kann von einem massiven Anstieg keine Rede sein. Den vorliegenden kriminologischen Studien, und da sind sich im Übrigen fast alle Studien einig, zufolge haben sowohl die allgemeine wie auch die persönliche Kriminalitätsfurcht seit Mitte der 1990er Jahre deutlich und kontinuierlich abgenommen. Im europäischen Vergleich sind die Raten der Kriminalitätsfurcht in Deutschland im unteren Mittelfeld anzusiedeln. Ein typischer Indikator, nach dem gefragt wird, ist diese Frage hier, die Frage nach dem Gefühl von Unsicherheit, wenn man sich nachts alleine zu Fuß in der eigenen Wohngegend bewegt. Und hier zeige ich Ihnen einfach nur zwei Auswertungen, zwei Studien, wie darauf geantwortet wird. Einmal aus dem Albus nach Dittmann sehen Sie, ab Mitte der 90er Jahre gibt es hier eine deutliche Abnahme, und hier nochmal eine Momentaufnahme aus dem deutschen Viktimisierungssurvey von 2012, wo man auch sieht, dass die Kriminalitätsfurcht durchaus differenziert anzusehen ist. Diese Befunde werden auch durch die Bevölkerungsbefragung der K&V-Versicherung unter dem Titel Ängste der Deutschen bestätigt, von der vorhin schon die Rede war. Hierbei handelt es sich um die einzige regelmäßig durchgeführte Langzeitbefragung zu Unsicherheitsgefühlen in Deutschland im Allgemeinen. Danach kam die Kriminalitätsfurcht in den vergangenen Jahren keine hervorgehobene Bedeutung zu. Auch hier wurde nur in den 90er Jahren höhere Werte gemessen. Wenn wir uns die Entwicklung angucken, ist in dieser Studie zufolge sehr, sehr kontinuierlich und konstant. Wir sehen in den 90er Jahren höhere Werte und seitdem
eine kontinuierliche Abwärtsbewegung. Gut empirisch belegt, und auch darauf hat Herr Maßmann bereits hingewiesen, ist so dann auch, dass Kriminalitätsfurcht nur wenig mit der tatsächlichen Kriminalitätssituation oder Bedrohungslage zu tun hat. Es handelt sich bei beidem, also der objektiven Kriminalitätssituation und dem subjektiven Bedrohungsempfinden, um eigenständige Phänomene, die etwa mit Lebensstilen, Alltagsroutinen, Bewältigungsfähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmalen und letztlich der sozialpsychologischen Wirklichkeitswahrnehmung zu tun haben. An dieser Stelle sehen Sie nochmal die Entwicklung der Häufigkeitszahlen der registrierten Kriminalität in der PPS. Das ist der blaue Graph und dazu abgetragen die Angst vor Straftaten, so wie sie von der R&V-Versicherung in der Studie Ängste der Deutschen gemessen werden. Und Sie sehen, das bewegt sich nicht vollkommen parallel, sondern ist offensichtlich relativ unabhängig voneinander. In diesem Zusammenhang, der Frage also, wie objektive Sicherheit und subjektive Sicherheit im Bereich der Kriminalität verbunden sind, zusammenhängen, hat die kriminologische Forschung das sogenannte Kriminalitätsfurcht-Paradoxon ausgemacht. Danach weisen gewisse Personengruppen mit einer geringen Viktimisierungswahrscheinlichkeit besonders hohe Furchtraten auf, wie etwa alte Menschen. Umgekehrt sollen bestimmte Personengruppen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der Opferwerdung, insbesondere junge Männer, eine besonders gering ausgeprägte Kriminalitätsfurcht zeigen. Auch hier sieht man also, die tatsächliche Bedrohungslage und das subjektive Empfinden hängen nicht direkt miteinander zusammen. Schließlich weist in die gleiche Richtung auch ein Blick auf die kriminalpolitische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte. In den 1970er Jahren wurde bei steigenden Kriminalitätsraten eine liberale Kriminalpolitik umgesetzt. In den zurückliegenden Jahrzehnten, insbesondere seit den 1990er Jahren, erleben wir hingegen trotz konstanter Statistik kontinuierliche Verschärfungen des Strafrechts. Auch das zeigt, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Kriminalität und die Bedürfnisse hinsichtlich des Umgangs damit sind von vielen Umständen abhängig. Das tatsächliche Kriminalitätsaufkommen spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Schließlich lohnt ein Blick auf die Frage, wie es um die Kriminalitätsfurcht im Verhältnis zu sonstigen Unsicherheiten und Ängsten bestellt ist. Auch an dieser Stelle ist die Befragung der R&V-Versicherung aufschlussreich, die sich jährlich mit den Ängsten der Deutschen befasst. Sie zeigt uns nicht nur, dass sich die Kriminalitätsfurcht eben sehr konstant entwickelt und im Abnehmen begriffen ist, sondern auch, dass sie im Verhältnis zu sonstigen Ängsten eine nur untergeordnete Rolle spielt. Im vergangenen Jahr etwa rangierte die Angst vor Straftaten abgeschlagen auf Platz 18 hinter Trump, Terror, Schuldenkrise und Naturkatastrophen, und dabei handelte es sich keineswegs um einen einmaligen Wert. Im Vordergrund der Sorgen, der Ängste stehen vielmehr fast immer soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit, Gesundheitsversorgung und Alterssicherheit und politische Entwicklungen, die äußere Sicherheit betreffen. Das Stichwort Trump ist bereits mehrfach gefallen. Allerdings, und das ist auch von Interesse, aus dem Themenfeld innere Sicherheit fragt der Versicherer in seiner Studie nicht nur nach Kriminalitätsfurcht, also nach Kriminalität im Allgemeinen, sondern es werden auch weitere Phänomene aus dem Themenfeld innere Sicherheit hervorgehoben. In den vergangenen Jahren haben danach vor allem folgende Ängste eine besondere Rolle gespielt: Spannung durch Migration, Terrorismus und politischer Extremismus. Während die Kriminalitätsfurcht im Allgemeinen also eine untergeordnete Rolle spielt, im Abnehmen begriffen, sich sehr konstant entwickelt, gibt es bestimmte Phänomene aus dem Bereich der inneren Sicherheit, die durchaus eine prominente Rolle spielen. Diese Ängste haben also durchaus das Potenzial, eine wichtige Angst zu sein. Auffällig ist, dass es sich jeweils um Themen handelt, die mit grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben und die eine deutlich diffusere Bedrohung darstellen, als Straftaten und Kriminalität es sind. Der Einzelne kann sich weniger darunter vorstellen und es ist sehr viel unwahrscheinlicher, dass er persönlich davon betroffen sein wird.
Auch diese besonderen Ängste aus dem Feld der inneren Sicherheit haben in den vergangenen 15 Jahren aber nur zweimal die sogenannte Top-Angst gestellt, und zwar mit dem Terrorismus. Hier sehen Sie, wie sich die Top-Ängste nach der Befragung der R&V-Versicherung in den vergangenen 15 Jahren entwickelt haben. Und Sie sehen, es sind praktisch immer soziale und politische Fragen. Einzig in den Jahren 2016 und 2017 war mit dem Thema Terrorismus ein Thema aus dem Feld der inneren Sicherheit die Top-Angst. Schauen wir uns nun nochmal Kriminalitätsfurcht auf der einen Seite und Verunsicherung, Ängste im Allgemeinen auf der anderen Seite parallel an. Hier sehen Sie zunächst die Angst vor Straftaten, die Kriminalitätsfurcht, die wir in einer anderen Grafik schon gesehen haben, die sich kontinuierlich entwickelt, und demgegenüber die Angst vor vor Terrorismus, vor terroristischen Anschlägen, auch aus der Befragung der R&V-Versicherung. Hier sehen Sie eine sehr viel dynamischere Entwicklung, die offensichtlich von Geschehnissen in der Außenwelt, aber auch von der diskursiven Debatte geprägt ist. In einem ersten Zwischenfazit lässt sich daher Folgendes festhalten. Erstens, die persönliche Kriminalitätsfurcht hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen. Von einem dramatischen Anstieg kann, ebenso wie bei der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung, wenn man auf die PKS guckt, keine Rede sein. Zweitens, Kriminalitätsfurcht und tatsächliche Bedrohungslage haben relativ wenig miteinander zu tun. Drittens, soziale Ängste und politische Sorgen scheinen eine sehr viel größere Rolle zu spielen als solche aus dem Feld der inneren Sicherheit. Aber viertens, die Ängste und Unsicherheiten im Feld der inneren Sicherheit müssen differenziert betrachtet werden. Die allgemeine Kriminalitätsfurcht spielt zwar keine große Rolle und entwickelt sich konstant. Bedeutsam sein können aber einzelne spezifische Ängste, die sich auf diffusere Phänomene aus dem Feld der inneren Sicherheit beziehen, wie zum Beispiel Probleme, die aus Migration resultieren oder eben Terrorismus. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt, Sicherheit und Unsicherheit. Die Weiterung der Debatte vom Thema Kriminalitätsfurcht hin zur subjektiven Sicherheit scheint also eine zutreffende zu sein, wenn man die Daten der R&V-Versicherung zugrunde legt. Am bedeutsamsten für die Bürgerinnen und Bürger sind verschiedene Ängste und Unsicherheiten, die sich im Laufe der Jahre verändern, nicht hingegen die generelle Kriminalitätsfurcht und auch nicht primär oder alleine Themen aus dem Feld der inneren Sicherheit. Wenn wir über subjektive Sicherheit, über Verunsicherung und Ängste sprechen, scheint es also notwendig, sich das Begriffspaar Sicherheit und Unsicherheit in einem allgemeineren Sinne anzugucken. Das heißt, nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv und nicht nur bezogen auf das Themenfeld innere Sicherheit, sondern sehr viel weiter verstanden. Beginnen wir mit der Sicherheit. Ganz allgemein formuliert meint Sicherheit einen Zustand, der frei von Gefahren und unvertretbaren Risiken ist. Die Befragung der R&V-Versicherung weist uns dabei auf einen Umstand hin, der zwar selbstverständlich erscheint, in der gesellschaftlichen Debatte aber stark in den Hintergrund gerückt ist. Es gibt sehr viele verschiedene Sicherheiten. Die Sicherheit vor Straftaten, vor Gefahren und anderen Bedrohungen aus dem Themenfeld innere Sicherheit stellt eben nur eine Form von Sicherheit dar, die zudem, wie gezeigt, für die Bürgerinnen und Bürger nicht die wichtigste Form zu sein scheint. Daneben treten die soziale Sicherheit, die Zukunftssicherheit, die Sicherheit für die Umwelt und vieles andere mehr. Welchen Sicherheiten welche Bedeutung beigemessen wird, ist nun nicht statisch, sondern unterliegt einem permanenten Wandel. Das zeigt, Sicherheit ist ein soziales Konstrukt, dessen Form und Veränderung ist von den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen und den bestehenden Diskursen abhängig. Wie viel Sicherheit ist notwendig? In welchen Bereichen und Themenfeldern? Diese Fragen werden zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Gesellschaften sehr verschieden beantwortet. Und schließlich ist Sicherheit immer ein relativer Zustand. Eine absolute Freiheit von Gefahren und Risiken ist nicht möglich. Sicherheit ist daher immer begrenzt. Und damit sind wir bei der Unsicherheit.
Unsicherheit ist die notwendige Kehrseite von Sicherheit. Sicherheit ist ohne Unsicherheit nicht zu haben. Dies gilt nicht nur, weil Sicherheit relativ ist und daher die Unsicherheit immer schon mitbringt, sondern Sicherheit wäre auch ohne Unsicherheit gar nicht vorstellbar, die als Bezugspunkt und als Abgrenzungsfolie dient. Könnte es eine absolute Sicherheit geben, würde es eine absolute Sicherheit geben, wüssten wir gar nicht mehr, was Sicherheit eigentlich ist. Unsicherheit ist also ein Zustand, der zum Leben notwendig dazugehört. Es gibt kein Leben ohne Unsicherheit. Aber Unsicherheit ist nicht nur normal, sie ist auch funktional. Durch sie lernen wir mit Problemen, mit Störungen, mit unerwarteten Situationen, mit Unklarheiten umzugehen. Sie befähigt uns, Resilienz zu entwickeln und in einer Welt zurechtzukommen, die eben nicht absolut sicher sein kann und in der nicht immer alles den Erwartungen gemäß verläuft. Wir müssen also nicht nur lernen, mit Unsicherheiten zu leben, die Unsicherheit lehrt uns auch, im Leben zurechtzukommen. Sicherheit und Unsicherheit in diesem Sinne lassen sich zunächst objektiv verstehen und fassen, etwa wenn anhand vorliegender Daten nachprüfbar ermittelt wird, welche Gefahren und Risiken in einem bestimmten Bereich bestehen. Dies kann Verkehrsunfälle ebenso betreffen wie Altersarmut. Subjektive Sicherheit als Geschwisterbegriff zur Kriminalitätsfurcht meint demgegenüber die gefühlte bzw. wahrgenommene Sicherheit und Unsicherheit. Und anhand des Beispiels Kriminalitätsfurcht hatten wir bereits gesehen, dass objektive und subjektive Ebene eben sehr verschiedene Dinge sind, die nur eine relative Verbindung aufweisen. Zwar wird die objektive Sicherheitslage in einem bestimmten Bereich das subjektive Empfinden kaum einmal gänzlich unbeeinflusst lassen, mindestens ebenso bedeutsam sind aber auch hier Bewältigungsfähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmale und die sozialpsychologische Wirklichkeitswahrnehmung des Einzelnen. Dies zeigt sich auch darin, dass die subjektive Sicherheit nicht anders als Kriminalitätsfurcht in der Gesellschaft sehr unterschiedlich verteilt ist. So machen sich Frauen mehr Sorgen als Männer, ältere Menschen haben andere Sorgen als jüngere. Wie unsicher man sich in der Welt fühlt, hängt nicht vorrangig davon ab, wie bedrohlich diese tatsächlich ist, sondern wie man diese Bedrohung individuell wahrnimmt, verarbeitet und wie man damit umgeht. Werfen wir nun noch einmal einen Blick auf die Ergebnisse der Befragung der R&V-Versicherung zu den Ängsten der Deutschen, wie sich diese subjektive Sicherheit in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Und da sehen wir, dass die Verunsicherung in den zurückliegenden Dekaden zwar kontinuierlich, aber keineswegs dramatisch zugenommen hat. Nimmt man alle Ängste und Unsicherheiten in den Blick, bewegt sich der Index dessen seit Mitte der 1990er Jahre zwischen 41 und 52%. Hier sehen wir das Ganze dann nochmal der Entwicklung der Kriminalitätsfurcht gegenübergestellt. Der blaue Graph ist die Häufigkeitszahl, also die Entwicklung der registrierten Kriminalität. Das orange ist die Angst vor Straftaten, die Kriminalitätsfurcht gemäß der Studie der R&V-Versicherung. Und der gelbe Graph sind die allgemeinen Ängste. Und auch hier sehen wir, Kriminalitätsfurcht als spezielle Angst hat eine abnehmende Bedeutung, während die Verunsicherung insgesamt moderat zunimmt. Dieser Befund bringt mich zu der Frage, wie Sicherheit und Unsicherheit entstehen. Und damit zu meinem vierten Punkt. Bei der Frage nach den Entstehungszusammenhängen von Verunsicherung und Ängsten möchte ich drei Erklärungsansätze herausheben. Erstens eine geänderte Bedrohungslage, also die Abnahme objektiver Sicherheit. Zweitens eine gesteigerte Sensibilität in der Bevölkerung. Und drittens die diskursive Herstellung von Sicherheit und Verunsicherung im gesellschaftlichen Diskurs. Blicken wir zunächst auf eine mögliche Veränderung der tatsächlichen Sicherheitslage. So zeigt sich, wenn wir Verunsicherung insgesamt im allgemeinen Sinn in den Blick nehmen, ein recht differenziertes Bild. Insbesondere die soziale Lage ist in den vergangenen Jahrzehnten für viele Menschen
durchaus schlechter geworden angesichts der grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen in dieser Zeit. Das heißt, durch den neoliberal geprägten Abbau des Sozial- und Wohlfahrtsstaates, durch die zunehmende Vermögens- und Einkommensungleichheit, den starken Anstieg prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse sowie den Verlust sozialer Bindung. Diese Entwicklung, die Oliver Nachtwey unter dem Begriff der regressiven Moderne zusammengefasst hat, bedeutet jedenfalls für erhebliche Teile der Bevölkerung eine deutlich geringere soziale Sicherheit und entsprechende Abstiegsängste, als das zuvor der Fall war. Ebenso sorgen, das haben wir schon gehört, internationale Themen wie die weltpolitische Lage, Stichwort Trump, und beispielsweise der Klimawandel für Sorgen und Ängste. Andererseits waren auch vorangegangene Jahrzehnte keineswegs frei von furchteinflößenden Szenarien, sei es Waldsterben und saurer Regen oder kalter Krieg und Atomtod. Ob die Welt auch in dieser Hinsicht tatsächlich unsicherer geworden ist, lässt sich also pauschal gar nicht recht beantworten. Und Ähnliches gilt auch bei einem Blick auf den speziellen Bereich der inneren Sicherheit. Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten ist seit vielen Jahren konstant und war zuletzt sogar deutlich rückläufig. Klar ist auch, dass wir in einer der sichersten Gesellschaften leben, die es gab und gibt. Zwar kommen einzelne neue Problemlagen und Bedrohungen hinzu, wie beispielsweise und insbesondere seit etwa 20 Jahren der islamistisch motivierte Terrorismus. Dafür verlieren andere Phänomene an Bedeutung. Zusammenfassend betrachtet hat sich die objektive Sicherheitslage, wenn man sie über Jahrzehnte hinweg betrachtet, also kaum dramatisch verschlechtert. Die zu beobachtenden Veränderungen sehen jedenfalls keine hinreichende Erklärung für eine Zunahme gesellschaftlicher Verunsicherung bezüglich Themen der inneren Sicherheit. Und damit bin ich beim zweiten Erklärungsansatz, der den Grund für die Zunahme von Verunsicherung in einer gesteigerten Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger sucht. Als Gründe für diese werden etwa die gesellschaftlichen Umbrüche in der Spätmoderne genannt, von denen soeben bereits die Rede war, und die zum Beispiel zum Wegfall vorgegebener Erwerbsbiografien führen und eine gewisse Orientierungslosigkeit und Verunsicherung begründen. Armin Nasseri führt an, dass die Welt subjektiv komplexer und komplizierter und damit gefühlt unkontrollierter geworden sei. Die Globalisierung und internationale politische und wirtschaftliche Entwicklung führen dazu, dass die Kontrollillusion des Nationalstaates in Frage gestellt ist, so Nasseri. Der auf diese Weise erlebte Kontrollverlust kann zum Bedürfnis führen, Kontrolle zurückzugewinnen und auf diese Weise zu einer gesteigerten Sensibilität im Bereich Sicherheit und Kontrolle. Zugleich ist dieses Streben mit dem Versuch der Komplexitätsreduktion verbunden. Da die Gründe für die erlebte Verunsicherung abstrakt, komplex und international sind, sucht der Einzelne nach Gegenständen und Gründen, die für ihn zu fassen und zu thematisieren sind. Drittens schließlich können für die Herstellung von Sicherheit und Unsicherheit als soziale Konstrukte die diskursiven Prozesse in der Gesellschaft angesehen werden. Das Wissen des Einzelnen, was gefährlich ist und was sicher ist, wo Unsicherheit droht, speist sich ja nur in sehr geringem Umfang aus eigenen Erfahrungen. In weitaus größerem Maße wird es diskursiv hergestellt, sei es durch gesellschaftliche Debatte, durch den Austausch mit anderen oder eben durch den Konsum von Medien. Gerade im Feld der inneren Sicherheit sind diese Prozesse vielfach nicht von Differenzierung und fundierter Analyse, sondern von einer doch dramatisierenden Thematisierung geprägt. Mein Kollege Sebastian Scherer hat hier bereits in den 1970er Jahren den Begriff des politisch-publizistischen Verstärkerkreislaufes geprägt, der zwischen Bevölkerung, Medien und Politik stattfindet. Neben den Medien und der Kriminalpolitik der Parteien, die in einem recht einseitigen Wettstreit um die effektivste Bekämpfung von Problemen der inneren Sicherheit miteinander konkurrieren, haben seitdem allerdings weitere Akteure erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Polizei betreibt heute sehr viel stärker Öffentlichkeitsarbeit als früher und trägt erheblich zur gesellschaftlichen Wahrnehmung von Sicherheitsproblemen bei. Die Polizeigewerkschaften machen mit diesen Themen Politik für ihre Mitglieder und das mitunter sehr lautstark.
Von vielen Medien werden sie sogar als Experten zu den Themen der inneren Sicherheit angesehen und herangezogen. Und schließlich ist die Sicherheitsproduktion ein einträgliches Geschäft geworden, sodass ein ganzer Wirtschaftszweig Interesse an Sicherheitsproblemen und deren gesellschaftlicher Wahrnehmung hat, um Leistungen und Produkte verkaufen zu können. In diesen diskursiven Prozessen werden regelmäßig bestimmte Phänomene aus dem Feld der inneren Sicherheit hervorgehoben und überzeichnet. Offenbar taugen manche Themen besser für die diskursive Thematisierung als andere. In den vergangenen Jahren zählten zu diesen Folk Devils, wie Stanley Cohen sie bezeichnet hat, die organisierte Kriminalität, Sexualstraftäter, Jugendkriminalität, der islamistisch motivierte Terrorismus und nun ganz aktuell die sogenannte Clan-Kriminalität. Es überrascht wenig, dass sich genau diese Thematisierungen im Diskurs dann auch in den Ängsten und Verunsicherungen der Bürgerinnen und Bürger wiederfinden. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Befragung der AMV-Versicherung. So zeigt sich, welche Art von Ängsten dominieren, unterliegt recht starken Schwankungen und ist offensichtlich stark von konkreten Ereignissen und bestimmten gesellschaftlichen Debatten abhängig. Hier sehen wir die größten Ängste der Deutschen aus dem Jahr 2018. Und wenn wir gucken, welche Themenfelder aus dem Bereich der inneren Sicherheit relevant sind, dann sind das genau die, die auch in der gesellschaftlichen Debatte eine große Rolle spielen. Hier sehen wir das Ganze dann nochmal im Zeitverlauf, spezifisch für das Thema Terrorismus oder Angst vor Terrorismus. Es gibt einen starken Anstieg nach 9/11 und dann entsprechend der Anschläge, die es insbesondere in Europa gegeben hat und der entsprechenden diskursiven Thematisierung eine Entwicklung mit Auf und Abs. Während sich Kriminalitätsfurcht und Verunsicherung insgesamt betrachtet, also sehr konstant und moderat entwickeln, gibt es einzelne Phänomene und Entwicklungen, die für besondere Furore sorgen. Zugleich gibt es Hinweise darauf, dass diese diskursiven Überzeichnungen die Ängste und Befindlichkeiten der Bevölkerung nicht nachhaltig, sondern eher kurzfristig prägen. Dieser Eindruck zeigt sich etwa, wenn man die Einstellung der Bevölkerung zum Wohnungseinbruchsdiebstahl betrachtet. Hier habe ich eine weitere Folie mitgebracht. Hier geht es jetzt nicht unmittelbar um Kriminalitätsfurcht, sondern um Strafwürdigkeitseinstellung, um Punitivität. Und ich stelle Ihnen hier sechs verschiedene Befragungen hintereinander vor, die in verschiedenen Jahren stattgefunden haben. Das ist eine Standardfrage, die im International Crime and Victim Survey enthalten ist und gestellt wird. Es geht um einen 21-Jährigen, der bereits einmal wegen Diebstahls verurteilt worden ist und der nun aus einer Wohnung einen Fernseher stiehlt. Das ist zwar nicht besonders lebensnah, aber das haben sich die Forscherinnen und Forscher damals ausgedacht. Und es wird gefragt, welches denn die angemessene Strafe sei. Und diese Frage ist nun nicht nur im ICVS gestellt worden, sondern danach in verschiedenen weiteren Untersuchungen in genau der gleichen Art und Weise auch. Und wir sehen, es gibt Befragungen über einen sehr langen Zeitraum von 1989 bis zum vergangenen Jahr. Und wir sehen in den 20 Jahren von 1989 bis 2009 eine sehr erstaunliche Konstanz in den Antworten. Der orange Balken, das ist die gemeinnützige Arbeit, die von den Bürgerinnen und Bürgern als Sanktion favorisiert wird. Es gibt aber natürlich durchaus auch einen Anteil für härtere Strafen und hier schon leicht zunehmend für die Freiheitsstrafe, und zwar ohne Bewährung, votiert. Im Jahr 2017, wo wir eine ganz massive kriminalpolitische Debatte über das Thema hatten, kehrt sich das Verhältnis dann schlagartig um. Ja? Die gemeinnützige Arbeit nimmt massiv ab, die Freiheitsstrafe massiv zu. Aber wir sehen auch schon ein Jahr später, 2018, dass sich diese Entwicklung wieder zurückgeht, hin auf ihr Ausgangsniveau. Es ist natürlich noch längst nicht bei dem, was wir in den Jahren bis 2009 hatten. Aber offensichtlich ist der kriminalpolitische Diskurs von Einfluss in einem bestimmten Jahr, aber eben nicht nachhaltig und auf Dauer, sondern es gibt eine Rückentwicklung. Damit komme ich zu einem weiteren Zwischenfazit. Es gibt viele Sicherheiten,
Für die Bürgerinnen und Bürger sorgen Themen aus dem Feld der sozialen und politischen Sicherheit offenbar für deutlich mehr Verunsicherung als Themen aus dem Feld der inneren Sicherheit. Die objektive Sicherheitslage und das Sicherheitsempfinden sind eigenständige Phänomene, genauso wie bei der Kriminalitätsfurcht. Das Sicherheitsempfinden folgt nicht unmittelbar aus der Sicherheitslage, auch wenn diese einen gewissen Einfluss haben kann. Die objektive Lage als Entstehungszusammenhang für Verunsicherung hat sich vor allem im Bereich der sozialen Sicherheit deutlich verschlechtert. Ansonsten kann kaum von grundlegenden Änderungen gesprochen werden. Daneben werden eine gesteigerte Sensibilität in der Gesellschaft und diskursive Prozesse als Entstehungszusammenhänge für Verunsicherung und Ängste diskutiert. Gerade im Bereich der inneren Sicherheit werden auf der Ebene des Diskurses einzelne Phänomene herausgehoben und in besonderer Weise gesellschaftlich thematisiert. Damit bin ich bei meinem fünften Punkt, den Reaktionen und Folgen auf diese Befunde. Politik und Praxis sehen sich in der Verantwortung, auf die gestiegene Verunsicherung und deren diskursive Formen zu reagieren. Es erscheint ihnen geradezu zwingend, ihre Strategien nicht nur auf die Verbesserung der objektiven Sicherheit, sondern auch auf die Bewältigung der subjektiven Sicherheitsdimension auszurichten. Allerdings wird die moderat gestiegene gesellschaftliche Verunsicherung ganz überwiegend als eine der inneren Sicherheit gefasst und adressiert. In der Kriminalpolitik beispielsweise ist die subjektive Sicherheit zu einem zentralen Topos avanciert. Gesetzesbegründungen berufen sich auf die Bedeutung des Sicherheitsempfindens für die Begründung neuer Straftatbestände. Staatsanwälte und Richterinnen begründen konkrete Entscheidungen und Maßnahmen mit Kriminalitätsfurcht und Verunsicherung. Während für die Bürgerinnen und Bürger also soziale und politische Themen dominieren, konzentrieren sich Politik und Praxis auf Themen der inneren Sicherheit, auf Kriminalität und Terrorismus. Die eigentlich vorrangig soziale Verunsicherung wird sicherheitspolitisch geframed. Die Gründe hierfür sind vielfältig und bereits angeklungen. Probleme der inneren Sicherheit lassen sich deutlich einfacher und klarer fassen als viele soziale Probleme. Es handelt sich bei der inneren Sicherheit um ein klassisches Kompetenzfeld des Staates, wo diese Handlungsfähigkeit demonstrieren kann und will. Und Lösungsangebote, etwa Gesetzesverschärfungen auf diesem Gebiet, scheinen auf den ersten Blick schnell, einfach und günstig umzusetzen. Indes wird dieser Weg sein Ziel kaum erreichen können. Erstens liegt der Schwerpunkt der Verunsicherung eben, wie gezeigt, vor allem im sozialen und politischen Bereich. Und zweitens hängen auch die Verunsicherungen im Feld der inneren Sicherheit stark mit den sozialen Bedingungen einer Gesellschaft zusammen. So scheint die Kriminalitätsfurcht als Beispiel in hochentwickelten Sozialstaaten am niedrigsten zu sein. Und zwar auch dann, wenn dort die tatsächliche Viktimisierungsbelastung höher ist. Kriminalitätsfurcht steht im europäischen Vergleich, also mit dem Grad der Sozialstaatlichkeit und der Verteilungsgerechtigkeit in Verbindung, nicht unbedingt mit dem tatsächlichen Kriminalitätsaufkommen. Eine Steigerung des Sicherheitsgefühls wäre danach weniger über Repression und Prävention im Bereich der inneren Sicherheit, sondern vielmehr über eine soziale Absicherung zu erreichen. Weiterhin findet auch die Bearbeitung der Phänomene der inneren Sicherheit vor allem und vorrangig auf objektiver Ebene statt. Politik und Praxis setzen überwiegend auf eine mittelbare Beeinflussung der subjektiven Ebene der Verunsicherung durch Maßnahmen auf der objektiven Ebene. Im Zuge dessen werden bestimmte Phänomene herausgegriffen und bearbeitet. Nicht selten kommt es dabei zu dramatisierenden Überzeichnungen der Lage und zu überzogenen Reaktionen im repressiven wie im präventiven Bereich. Nun haben wir aber gesehen, dass die objektive Sicherheitslage eben nur sehr bedingt und in spezifischer Weise die subjektive Ebene des Sicherheitsempfindens beeinflusst. Als Stabilisierungsprozesse gegen Verunsicherung wären daher auch im Bereich der inneren Sicherheit ganz andere Herangehensweisen notwendig und kann eine lautstarke Bearbeitung von Sicherheitsproblemen gar einen gegenteiligen Effekt haben als gewünscht. Andere Wege des Umgangs mit der Verunsicherung könnten etwa sein, das Rationalisieren und Entdramatisieren von Sicherheitsproblemen oder auch das Werben für einen konstruktiven Umgang mit der unumgänglichen Sicherheit, wie ihn etwa Sigmund Baumann vorgeschlagen hat. Das heißt,
Unsicherheit auszuhalten, statt sie zu dramatisieren, lernen, mit ihr zu leben, sich daran auseinanderzusetzen, daran zu wachsen und Resilienz zu entwickeln. Im Zuge dieses politischen und praktischen Umgangs mit der neuen Bedeutung des Subjektiven verändern sich auch die Rationalität und die Praxis im Feld der inneren Sicherheit recht grundlegend. Die Weiterung von der Kriminalitätsfurcht hin zur subjektiven Sicherheit stehen nur symptomatisch dafür. Auch neuere Konzepte und Praxen, insbesondere der Polizei, sind heute weniger auf konkrete Ereignisse wie Straftaten oder konkrete Gefahren ausgerichtet, sondern erheben den Anspruch, eine umfassende Sicherheit zu schaffen. Die Idee ist nicht mehr, dass es einzelne problematische Sachverhalte gibt, die bearbeitet werden müssen und auf deren Konkretisierung man wartet. Innere Sicherheit wird vielmehr zu einer permanenten Praxis, die potenzielle Probleme möglichst frühzeitig und umfassend bearbeiten soll. Diese Entwicklung, die auch als Versicherheitlichung bezeichnet wird, beginnt nicht mit dem 11. September 2001, sondern ihre Gründe liegen tiefer. 9/11 wirkt aber wie ein Katalysator. Sicherheit wird zu einem bestimmenden Thema in Politik und öffentlicher Debatte. Ihre Bedeutung führt zu einer massiven Einschränkung des politischen Feldes. Sicherheit wird zu einem wesentlichen Aspekt in praktisch allen gesellschaftlichen Bereichen. Nicht wenige werden erstmals aus der Perspektive der Sicherheit betrachtet. Wir haben es im Feld der inneren Sicherheit daher also mit einem grundlegend gewandelten Verständnis zu tun. Die neue Bedeutung individueller bzw. innerer Sicherheit lässt punktuelle Interventionen in problematisch erachtete Sachverhalte nicht mehr genügen, sondern verlangt nach einer permanenten Praxis. Damit aber wandelt sich auch das Verständnis davon, was Gegenstand sozialer Kontrolle ist, was also als zu bearbeitender Sachverhalt gilt. Aus Perspektive der Sicherheit geht es heute weniger um Normverstöße und Reaktionen darauf, um Verdachtssituationen oder konkrete Gefahren. Vielmehr setzt diese Perspektive schon deutlich früher an, um potenzielle Probleme möglichst früh und umfassend zu identifizieren. Risiko und mögliche Gefährlichkeit oder auch drohende Gefahr sind der Maßstab, anhand dessen Situationen und Personen beurteilt werden. Diese Veränderung, meine Damen und Herren, sowohl im Diskurs der inneren Sicherheit als auch in der Praxis, bleiben ihrerseits nicht ohne Wirkung auf das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, sondern beeinflussen als diskursive Elemente die Wahrnehmung von Sicherheit und Unsicherheit. Kurzfristig betrachtet, mögen sie dabei zu einem gewissen gefühlten Sicherheitsgewinn beitragen können. Zugleich wecken sie jedoch eine unrealistische Erwartungshaltung absoluter Sicherheit, die faktisch nicht bedient werden kann und die auch die Polizei in eine schwierige Situation bringen kann, weil die Erwartungshaltung einfach zu groß ist. Die dramatisierende Darstellung von Sicherheitsproblemen, das Versprechen ihrer Bearbeitung und schließlich die nur eingeschränkte Fähigkeit, dies in der Praxis auch tatsächlich umzusetzen, können so zu neuer Verunsicherung führen, die wiederum nach Antworten und Maßnahmen verlangt. Auf diese Weise entsteht eine sich verselbstständigende Spirale, die sich immer weiter dreht. Das nochmal zusammengefasst auf dieser Folie. Wir haben also eine zunehmende Thematisierung von Verunsicherung und auch eine ansteigende allgemeine Verunsicherung. Das bringt einen Druck auf Politik und Praxis mit sich, darauf zu reagieren. Das ginge auf der subjektiven wie auf der objektiven Ebene. Der Schwerpunkt liegt aber auf der objektiven Ebene. So wird versucht, auch die Verunsicherung auf der subjektiven Ebene zu beeinflussen. Und zwar vor allem über Themen aus dem Feld der inneren Sicherheit. Genau dies kann aber wieder zu mehr Verunsicherung führen. Damit komme ich zu meinem Fazit und Ausblick. Fassen wir zunächst die Befunde zusammen. Die Kriminalitätsfurcht hat in den vergangenen Jahrzehnten nicht zugenommen, sondern abgenommen und sich dabei relativ konstant entwickelt. Einen moderaten Anstieg gibt es offenbar, wenn man Ängste und Verunsicherung im Allgemeinen betrachtet. Dabei dominieren aber soziale und politische Themen. Solche aus dem Bereich der inneren Sicherheit spielen nur eher selten eine Rolle.
Anders als die vergleichsweise konkrete Kriminalitätsfurcht sind diese Ängste deutlich diffuser und abstrakter. Die Entstehung und Entwicklung von Kriminalitätsfurcht und sonstigen Verunsicherungen ist nur in Teilen abhängig von der entsprechenden objektiven Lage in dem jeweiligen Bereich. Es ist ja gerade das Wesen von Ängsten und Unsicherheiten, dass sie nicht rational sind. Daneben spielen persönliche Eigenschaften und die Beurteilung eigener Verletzbarkeit eine zentrale Rolle, gesellschaftliche Bedingungen, die die Sensibilität für Sicherheitsprobleme beeinflussen und die diskursive Herstellung von Wissen über Sicherheit und Unsicherheit in der Gesellschaft. Sicherheit ist immer relativ, Unsicherheit ist daher ein Zustand, der zum Leben notwendig dazugehört. Und die diskursive Thematisierung von Sicherheit und Verunsicherung, wie auch die Reaktionen von Politik und Praxis, sind vor diesem Hintergrund zu hinterfragen. Sie thematisieren vor allem Phänomene der inneren Sicherheit, weniger die eigentlich bedeutsameren sozialen und politischen Aspekte. Die Bearbeitung findet dabei vorrangig auf der objektiven Ebene statt, die die subjektive aber nur mit ganz erheblichen Einschränkungen beeinflussen kann. Und die Weise der Thematisierung und die daraus folgende Praxis sind unter Umständen geeignet, die Verunsicherung eher noch zu steigern, gegebenenfalls sogar eine entsprechende Spirale in Gang zu setzen. Was folgt aus diesen Befunden für unser heutiges Thema? Bei dieser Frage komme ich noch einmal zurück auf Holger Münch. Der hat auf der BKA-Arzttagung 2018 noch einen weiteren Satz gesagt, nämlich: Es reiche nicht, dass die Zahl der gemeldeten Straftaten abnimmt und die Aufklärungsquote hoch ist. Das stimmt natürlich, denn das subjektive Empfinden hängt, wie gesehen, eben kaum mit der objektiven Lage zusammen. Die Frage lautet nur, welchen Schluss zieht man daraus? Was reicht? Was ist nötig? Wie können Stabilisierungsprozesse gegen Verunsicherung aussehen? Verunsicherung und Sicherheitsempfinden sind eigenständige Phänomene, die einer eigenständigen Bearbeitung bedürfen. Nach dem bisher Gesagten spricht viel dafür, dass die klassischen Instrumente im Feld der inneren Sicherheit hierzu kaum einen Beitrag leisten können. Bedeutsamer erscheinen Raum für die Einsicht, dass es keine absolute Sicherheit gibt, dass Unsicherheit notwendiger und normaler Bestandteil unseres Lebens ist. Eine Politik, die Sicherheitsprobleme rationalisiert und entdramatisiert, anstatt sich an ihrer Dramatisierung zu beteiligen. Das Werben für einen konstruktiven Umgang mit Unsicherheiten, das Aushalten und die Auseinandersetzung, um daran zu wachsen. Und auf der tatsächlichen und objektiven Ebene das Angehen von sozialen Fragen und politischen Problemen. All dies aber sind vor allem Aufgaben für Politik und Gesellschaft, kaum für Polizei und Sicherheitsbehörden, die für objektive Problemlagen im Bereich der inneren Sicherheit zuständig sind und bleiben sollten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Tobias Singelstein, bitte kommen Sie mit zu uns herüber. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen ganz kurz die junge Dame vorzustellen, die hier auf ihrer linken Seite zeichnet, beinahe so wie in einem Gerichtsverfahren, die Gerichtszeichnerin. Entsteht dort, ich habe schon die Tolle von Herrn Trump erkennen können, entsteht quasi eine assoziative Zeichnung zu unserer gesamten Tagung durch die Zeichnerin Tina Nispel. Herzlichen Dank, dass Sie mitmachen. So, Sie haben beide ein Mikrofon und ich freue mich nun, hier in unserer Runde Professor Dr. Daniel Heinke zum Streitgespräch mit Tobias Singelstein dabei zu haben. Auch Professor Heinke ist Jurist, er ist derzeit Leiter des Landeskriminalamts der Freien Hansestadt Bremen und er lebt und arbeitet im Grunde genommen den Spagat zwischen Wissenschaft und Praxis, denn er ist unter anderem auch tätig im Fachbereich Strafrecht und Kriminalpolitik am International Center for the Study of Radicalization am King's College in London.
Das heißt, Sie reisen auch regelmäßig zwischen Bremen und London wahrscheinlich hin und her. Oder haben Sie das, lassen Sie das zurzeit ruhen, die Lehrtätigkeit? Es ist tatsächlich im Moment rein zeitlich nicht so besonders viel, aber in Zeiten moderner Medien funktioniert der Austausch mit den Kollegen ja auch sehr gut digital. Ja, jetzt haben wir gerade gehört, dass Kriminalitätsfurcht relativ statisch in den letzten Jahren vorliegt. Das entspricht jetzt eigentlich gar nicht so dem Gefühl, dass wir von dem Gefühl von Kriminalitätsfurcht haben. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage an Sie. Beziehen Sie in die Kriminalitätsfurcht denn auch die Furcht vor Terroranschlägen und radikalisierter Gewalt oder religiös motivierter Gewalt mit ein? Oder ist die gar nicht da drin enthalten? Das ist eine gute Frage. Also wenn man das Ganze konzeptionell theoretisch anguckt, sind das natürlich Straftaten und müsste das natürlich auch in den Bereich der Kriminalitätsfurcht fallen. Nun haben wir bei der Kriminalitätsfurcht das Problem, dass es sich um Gefühle handelt und die sind empirisch eben schwer zu untersuchen. Die Leute haben ganz unterschiedliche Bilder vor Augen, je nachdem, ob ich sie frage, ob sie Angst haben, Opfer einer Straftat zu werden oder ob sie Angst haben, Opfer eines terroristischen Anschlages zu werden. Und deshalb zeigen sich eben auch die Unterschiede in den Befragungen, je nachdem, was gefragt wird, ob allgemein nach Kriminalitätsangstfurcht gefragt wird oder eben nach Angst vor terroristischen Anschlägen, aber selbstverständlich gehört die auch dazu. Jetzt mahnen Sie ja in einem gewissen Maße, gehört Sicherheit und Unsicherheit zum Leben und wir müssen lernen, mit einem gewissen Maß an Unsicherheit zu leben. Wenn Sie so auf den polizeilichen Alltag schauen, ist das die Herausforderung, vor der die Polizei steht, die Bevölkerung zu sagen, mit einem gewissen Maß müsst ihr leben, nach einer Silvesternacht in Köln beispielsweise, oder wenn ordentlich Polizeiversagen durch die Presse geistert, ist das dann die Haltung oder die Antwort, so innere Antwort der Polizei, wie sieht das aus? Das ist natürlich jetzt insofern eine schöne provokante Frage direkt am Anfang. Aus polizeilicher Sicht kann man immer nur sagen, jede einzelne Straftat ist eine zu viel, die aufgeklärt gehört und der oder die Täter dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber lassen Sie mich vielleicht etwas globaler beginnen. Denn was ich ja sehr spannend und sehr interessant fand, war, bei der Einladung hier zu dieser Veranstaltung wurde ich gefragt, sagen Sie mal, Herr Henke, haben Sie Lust auf ein Streitgespräch mit Herrn Singelstein? Ja, sagte ich ja sofort. Herr Singelstein vertritt sehr pointiert diverse Positionen, bei denen ich mich bei ganz vielen mit Ihnen streiten wollen würde. Das Thema Kriminalitätsfurcht gehört deutlich nicht dazu. Denn alles das, was Sie, Herr Singelstein, hier gerade gesagt haben, ist so oder zumindest in Grauschattierung ohne weiteres auch von jedem verantwortlichen Polizeibeamten genauso zu unterschreiben. Natürlich ist es so, dass subjektives Kriminalitätsempfinden nur eingeschränkt etwas mit der objektiven Kriminalitätslage zu tun hat. Gleichwohl hat der Präsident des BKA natürlich trotzdem auch recht, wenn er sagt, das müssen wir als Gesellschaft und Sicherheitsbehörden als Teil der Gesellschaft auch adressieren. Ich würde, wenn Sie erlauben, vielleicht zwei, drei Punkte dabei nochmal rausfinden. Was dabei ja interessant ist, ist, Gefühle sind nicht nur Fakten. So in der Wahrnehmung, Gefühle machen auch Fakten. Und ein Teil von reduzierter, konkreter Kriminalitätsfurcht ist, habe ich wirklich Angst davor, Opfer einer Straftat zu werden, ist jedenfalls nach unserer polizeilichen Betrachtung häufig auch dadurch, dass eben Risikovermeidungsstrategien greifen. Bestimmte Personen meiden bestimmte Orte, um nicht Opfer einer Straftat zu werden. Da sie das aber schon so in ihre Lebensführung integriert haben, haben sie dann auch keine Angst mehr, Opfer einer Straftat zu werden, weil sie sich ja gar nicht in die von ihnen so bewertete Risikosituation begeben. Also Stichwort Angsträume. Um Ihnen vielleicht noch einen ganz kurz recht zu geben und hier bei vielen Kollegen, die verantwortlich sind, ja auch für die Frage polizeilicher Dienststellen in der Fläche, dass tatsächlich objektive Lage nicht immer unmittelbar linear verknüpft ist mit subjektiven Empfinden, merken Sie immer dann, wenn Sie als verantwortlicher Polizeiführer mal versucht haben, irgendeine Polizeidienststelle außer Dienst zu nehmen. Der Bürger, die Bürgerin an sich ist der festen Überzeugung, dass die innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland zwingend davon abhängt, dass das Polizeirevier um die Ecke genau so lange geöffnet ist, wie es das in den letzten 30 Jahren immer geöffnet war. Und der stereotype Hinweis unsererseits, naja, wir sind aber die Polizei,
Wir sind nicht die Feuerwehr. Wir fahren nicht von Wache. Wir sind sowieso da. Das dringt nicht rein. Also, natürlich müssen wir die Befürchtungen und Besorgnisse der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Aber, Herr Singelstein, um den Streit schon wieder halb rauszunehmen, natürlich ist das kein Grund, polizeiliches Handeln anders zu gestalten. Es kann nur ein Grund sein, polizeiliche Kommunikation anders auszurichten. Es gibt ja im Moment eine sehr offensive Debatte, was richtig ist und was falsch in anderen Politikfeldern. Und deswegen will ich ganz deutlich sagen, ich will, dass ihr in Panik geratet, ist jetzt eher nicht die grundlegende Basis für rationale Gefahrenabwägung und dann die Überlegung, was man an Maßnahmen gestaltet. Also, lange Antwort auf die kurze Frage, wie reagiert Polizei darauf? Wir müssen darauf achten, dass wir objektive Unsicherheitsräume möglichst effektiv angehen, polizeiliche Maßnahmen entwickeln, um dem zu begegnen und gleichzeitig durch, und da bin ich ganz bei Ihnen, durch kommunikatives Verhalten nicht alleine der Polizei, aber Polizei als Teil der Gesamtgesellschaft darauf hinwirken, dass die Bevölkerung nicht glaubt, dass eine höhere Kriminalitätsbelastung vorliegt, als tatsächlich der Fall ist. Ich denke, wir sollten ganz konkret den Finger in eine Wunde legen, die letztes Jahr geschlagen wurde. Denn was war zuerst? Eine Angst aus der Bevölkerung, dass hier bestimmte Personen genauer kontrolliert werden müssen, eine politische Forderung oder eine polizeiliche Forderung. Wie konnte es zu einer derartigen Verschärfung der Polizeigesetze in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und einigen anderen Bundesländern kommen, wenn denn die Furcht gar nicht so groß ist, wie es jetzt hier offensichtlich konstatiert wird? Eine Verschärfung, die doch weit an den Festen unseres Grundgesetzes auch zu kratzen beginnt und an unseren freiheitlichen Rechten. Okay, ein Polizeibeamter aus Bremen zu bitten, die Polizeigesetze von Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen zu kommentieren, ist erstmal ein schwieriger Ansatz. Bitte versuchen Sie es doch mal. Nein, lassen Sie mich das anders formulieren. Die fachliche Forderung oder die fachliche Begründung, die gerade auch Polizei in ihrer politikberatenden Funktion abgibt, welche Maßnahmen oder welche Eingriffsbefugnisse erforderlich sind, um bestimmte Maßnahmen zu erfüllen, orientiert sich regelhaft natürlich an den polizeilichen Bedarfen und nicht an gesellschaftlichen Stimmungen. Das Schwierige in der Kommunikation ist, dass es nicht immer gelingt, diese polizeilichen Bedarfe vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Diskussion auch so zu kommunizieren, dass man erkennt, es ist nicht eine Reaktion auf gesellschaftliche Thematisierung, sondern auf einen entsprechenden Bedarf. Ich möchte ein kleines Beispiel nehmen, damit das nicht so abstrakt bleibt. Es gibt nicht in allen Ländern flächendeckend die Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung oder vulgo Telefonorten abhören zu Zwecken der Gefahrenabwehr. Strafprozessual ist das bundesweit geregelt, zu Zwecken der Gefahrenabwehr ist das Ländersache. Das ist nicht in allen Landespolizeigesetzen der Fall. Und es gibt eine große Diskussion, ob man das will. Soll nur vor der Angst vor Gefahren ein Telefon abgehört werden dürfen? Ist sehr schnell emotional so besetzt. Ich kann das runterkochen aus polizeilicher Betrachtung viel einfacher. Unlängst der Fall. Ein 13-jähriges Mädchen wird vermisst und ist anderthalb Tage weg. Wir wissen aber, die hat ihr Mobiltelefon dabei. Das kann ein Grund sein, zur Gefahrenabwehr zu versuchen, dieses Mobiltelefon zu orten, um herauszufinden, wo dieses Telefon ist, mit der Hoffnung, dass das Mädchen vielleicht exakt genau da ist, wo das Mobiltelefon ist. Das hat aber mit der vorherigen kriminalpolitischen Diskussion überhaupt nichts zu tun. Soll heißen, ich kann nur dafür werben, auch bei der Frage, braucht Polizei, brauchen die Sicherheitsbehörden andere zusätzliche Eingriffsbefugnisse, immer zu gucken, wofür werden die eigentlich gebraucht und welches Problem soll damit adressiert werden. Eine bloße Rekurs auf gestiegene Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung und die fordert, dass jetzt was passiert, ist natürlich kein guter Ratgeber. Nun haben Sie ja gerade dieses Beispiel von dem Mädchen genannt. Das Mädchen war ja schon verschwunden. Das heißt, es war ja schon ein Faktum geschaffen. Aber was ja jetzt auch durchaus in der Fragestellung ist, präventiv schon Maßnahmen zu ergreifen, bevor überhaupt etwas passiert ist. Oder habe ich das falsch verstanden? Das ist jetzt wieder schwierig zu fragen, was tritt ein. Also in dem Fall haben Sie recht, in diesem Fall mit dem vermissten Mädchen ist die Gefahr schon realisiert. Man weiß nicht, wo die ist und die sollte bitte zu Hause sein und da befindet sie sich nicht. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo die Frage ist, wie weit
verlagern Sie den Gefahrenbegriff nach vorne. Das ist aber weniger ein Thema aus der allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung, sondern in erster Linie eins, das jedenfalls in meinem Zuständigkeitsbereich, vorrangig im Bereich der Terrorismusbekämpfung der Fall ist. Wenn ich eine Person habe, die bereits erklärt hat, Gewalttaten begehen zu wollen, aber noch keine Straftaten eines Umfangs begangen hat, die es rechtfertigen würden, die Person strafrechtlich dafür zu verurteilen, dann muss der Staat sich natürlich in Abwägung zwischen Sicherheit einerseits und Freiheitsrechten andererseits überlegen, welche Maßnahmen erforderlich sein können, um dieser Gefahr zu begegnen. Und auch die Frage, wie früh in diesem Vorfeld das Ganze. Und das kann natürlich gerade bei besonders gefährlichen Personen dazu führen, dass wieder immer neu austariert werden muss, wie viel ist uns die Sicherheit wert und welchen Eingriff in persönliche Freiheitsrechte sind wir dafür bereit hinzunehmen. Wobei ich trotzdem davor warnen möchte und ausdrücklich warnen möchte, so zu tun, als ob Sicherheit und Freiheit ein Gegensatzpaar wäre. Sicherheit funktioniert in einer Demokratie nur mit einem gewissen Maß oder mit einem großen Maß natürlich von Freiheit und umgekehrt können Sie Freiheit nur dann ausleben, wenn Sie auch sichere Rahmenbedingungen haben, um das zu haben. Also Sicherheit und Freiheit sind kein Gegensatz, sondern sind zwei wichtige Elemente, die in ihrer Ausprägung jeweils gegeneinander abgewogen werden müssen. Ja, vielen Dank. Wir werden sicher da jetzt auch später nochmal drauf zurückkommen. Herr Singelstein, ich hätte an Sie in diesem Zusammenhang auch noch mal eine Frage, um den ganzen Blumenstrauß, den Sie uns geöffnet haben, bezüglich der sozialen Ursachen, auch von Furcht und Ängsten, um das noch mal ein wenig in den Fokus zu nehmen. Sie haben uns eine Folie gezeigt von der R&V-Versicherung, die 10 Top-Ängste zeigt, wo jetzt aktuell die Trump-Politik ganz oben steht. Das hat mich gar nicht so beeindruckt an dieser Folie als die Tatsache, dass innerhalb der ersten 10 Ängste 4 Punkte, die ich noch mal ganz kurz vorlesen möchte, unter diesen 10 ersten sind, nämlich Überforderung der deutschen Behörden durch Flüchtlinge, Überforderung der Politiker kann man vielleicht auch noch dazu nehmen, Spannungen durch Zuzug von Ausländern, Terrorismus und politischer Extremismus. Ich habe sogar 5, weil ich die Politiker noch dazu genommen habe. Das sind die Positionen der Ängste 2, 3, 4, 5 und 7. Ich würde sagen, hier fällt auf, dass ein Themenfeld und ein Personenkreis, der sehr in das Stigma Zielgruppe dieser Ängste zu sein, im Grunde genommen unter diesen 10 ersten auftaucht, unter diesen 10 ersten Ängsten. Es fällt mir schwer zu glauben, dass das Gefühl einfach nur unrealistisch ist und dass das immer nur gesunken ist. Wie kommen diese 5 Punkte hier unter die ersten 10 Ängste? Ich fürchte, ich habe Ihre Frage jetzt noch nicht ganz verstanden. Ja, formuliere es nochmal anders. Ich finde, Kriminalitätsfurcht ist nach Ihrer Aussage mehr oder weniger konstant. Aber 5 Punkte unter den 10 nach der Statistik der RV-Versicherung, 5 Themenfelder, die sehr eng miteinander verknüpft sind, sind unter den 5 ersten starken Ängsten. Das heißt, es muss doch einen Effekt haben. Woher kommt das? Wieso sind die so gebündelt? Überforderung durch Flüchtlinge, Zuzug von Ausländern, Terrorismus, politischer Extremismus und vielleicht auch noch die Überforderung der Politiker. Gut, also ich würde sagen, das sind ja Ängste, die zum Teil ins Themenfeld innere Sicherheit fallen, zum Teil auch nicht. Und in der Tat haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, wo Migration in der Gesellschaft ein großes Thema war, dass das auch bei den Ängsten eine Rolle gespielt hat. Welche Folgen hat die Migration und wird die Politik es schaffen, damit umzugehen? Das war in den vorangegangenen Jahren natürlich nicht so weit oben und vorne. Was immer eine gewisse Rolle spielt, ist, dass es offensichtlich eine Unsicherheit in der Bevölkerung gibt, ob die Politik in der Lage ist, eigentlich mit den Problemen, vor die sie gestellt ist, mit den Herausforderungen richtig umzugehen, ob sie die in den Griff kriegt, ob sie das schafft. Das spielt immer eine relativ zentrale Rolle, aber das würde ich sagen, ist weniger auf den Bereich der inneren Sicherheit gemünzt, sondern gilt für ganz andere
Probleme und Herausforderungen im internationalen Maßstab, ja, ob eine nationalstaatliche Politik oder in welchem Maße eine nationalstaatliche Politik angesichts auch von wirtschaftlicher Globalisierung heute überhaupt noch in der Lage ist, bestimmte Entwicklungen tatsächlich zu steuern, ist eine Frage, die da eine Rolle spielt. Und natürlich erleben wir eine Zunahme internationaler Konflikte, Krisensituationen, auch Kriege, die die Leute verunsichern, klar. Also Sie finden, dass da kein wirklicher Konnex herzustellen ist, dass diese Ängste auftauchen, die natürlich nicht alle was mit der inneren Sicherheit zu tun haben, sich in Gemengelage der Gefühle aber vermischen und als die innere Sicherheit auffordern, das für Sie zu lösen. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal das Politikfeld oder generell die Forderung, die Angst, dass Politiker die Situation nicht in den Griff kriegen, nicht als Angst auf dem Feld der inneren Sicherheit verstehen. Und ich glaube auch im Bereich der Migration muss man das sehr differenziert betrachten. Da kann man keineswegs alle Fragen dem Themenfeld innere Sicherheit zuordnen, sondern ich glaube, dass das sehr viel komplexer und komplizierter ist und dass man da ganz genau hinschauen muss. Ja? Anders ist es natürlich für Extremismus, soweit es dann in den Kriminalitätsbereich auch geht, und natürlich für Terrorismus. Das sind ganz klar Ängste, die dem Bereich, dem Themenfeld der inneren Sicherheit zuzuschreiben sind. Aber das ist ja auch genau das, was ich versucht habe zu zeigen und herauszuarbeiten. Die allgemeine Angst im Feld der inneren Sicherheit, die ja über die Kriminalitätsangst abgebildet wird, die nimmt ab und entwickelt sich relativ konstant. Und es gibt eben einzelne Ängste, die doch für Furore sorgen und die in verschiedenen Jahren eine Rolle spielen, und da gibt es halt Ängste wie Terrorismus, die jetzt seit 10 Jahren da relativ weit oben mit dabei sind, in den vergangenen beiden Jahren auch zu einer Top-Angst geschafft haben, und auf der anderen Seite gibt es eben einzelne Ängste, die mal in einem Jahr eine Rolle spielen und dann aber wieder nach hinten rücken, ja, und da gibt es ein gewisses Auf und Ab, und insgesamt, wenn man sich über die Jahre hinweg diese 16 Ängste, die da gemessen werden, die 16 zentralen Ängste, die da gemessen werden, anschaut, sieht man aber, dass eben soziale und politische Ängste im Vordergrund stehen und Themen aus dem Feld der inneren Sicherheit in spezifischer Form eine Rolle spielen, aber nicht die allgemeine Kriminalitätsfurcht. Wie ist denn das bezüglich der, sagen wir mal, Stimmungslage in der Polizei, die ja nun selber auch Betroffene von eventuell Ängsten sind ja genauso ein Teil der Bevölkerung, können Sie dort einen Überblick über die Atmosphäre geben? Gibt es besondere Sorge gegenüber terroristischen Anschlägen oder radikalisierten Jugendlichen? Hat sich da irgendetwas verändert in den letzten Jahren? Ich glaube, in diesem Bereich kann man das nicht bejahen. Polizei geht da sehr professionell mit diesem Themenfeld um, hat ja auch die Anstrengungen, genau wie die Partnerbehörden im Bereich der inneren Sicherheit, massiv ausgebaut. Also wenn Sie sich heute einen polizeilichen Bereich Staatsschutz ansehen und den mit der Situation vor 10 Jahren vergleichen, da ja ein doch erheblicher, sowohl personeller wie auch materieller Aufwuchs regelmäßig stattgefunden. Was sich eben natürlich positiv daraus auswirkt, das sind Kolleginnen und Kollegen, die sehr professionell in dem Themenfeld arbeiten und die da keine persönlichen eigenen Befürchtungen drin haben. Also das würde ich nicht so sehen. Was wir als Polizei, und das geht jetzt über Ihre Frage etwas hinaus, jetzt weniger die Kolleginnen und Kollegen selbst, aber schon wahrnehmen, ist, Herr Singelstein hat in seinem Vortrag ja auch darauf hingewiesen, Gesellschaft wird diverser, Ansichten werden diverser. Insofern muss man das auch im Bereich der Kriminalitätsfurcht sehen. Während es unzweifelhaft so ist, dass die allgemeine Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung sich genau so entwickelt hat, wie sie ja zutreffend dargestellt wurde, ist unsere Wahrnehmung, dass es zunehmend in bestimmten Teilbereichen der Bevölkerung eben ein Auseinanderlaufen von Entwicklungen gibt. Wenn Herr Singelstein gesagt hat, und auch das kein persönlicher Angriff, das ist objektiv, so eine gewisse Unsicherheit gehört zum Leben dazu, natürlich, das ist auch völlig unvermeidbar. Das ist aber über bestimmten, entweder Bevölkerungsgruppen oder auch lokal eingrenzbaren Gruppen, klingt das etwas hohl, weil es so klingt, als ob Sie sich in Ihren konkreten Befürchtungen eben alleingelassen fühlen. Wenn ich in einem Wohnbereich wohne, in dem faktisch keine Kriminalität stattfindet, dann fühle ich mich da auch nicht bedroht.
Wenn ich aber in einem Bereich, fühle ich mich vielleicht auch bedroht, ja, aber vielleicht nicht so real. Nein, er sagt ich ja aber, nicht, man fühlt sich dann nicht so bedroht. Ja, ne? Wo es ist richtig, also die abstrakte Angst vor Kriminalität ist natürlich dann auch häufig da, aber es gibt eben auch Bereiche, städtische Gebiete, wo die Bevölkerung ganz konkret jeden Tag Kriminalität erlebt, die sich auch ganz konkret auf ihr eigenes persönliches Verhalten auswirkt. Und wo sie von Polizei und Justiz völlig zu Recht erwartet, dazu intervenieren und öffentliche Sicherheit auf der Straße sicherzustellen. Und diese Personen sind natürlich dann nicht damit zufriedenzustellen, wenn man ihnen sagt, da kommt eine gewisse Unsicherheit, gehört einfach zum Leben dazu. Also im Gegenteil, eine Grundsicherheit muss der Staat gewährleisten, ohne damit eine absolute Sicherheit natürlich herbeireden zu können. So, und vielleicht ein Aspekt, wo Sie jetzt die subjektive Betrachtung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten angesprochen haben, nicht im Sinne von Furcht, nicht im Sinne von Kriminalitätsfurcht oder ähnlichem, aber schon ein subjektives Erleben von Unterschieden in der eigenen Entwicklung ist, dass wir sowohl objektiv gemessen als auch subjektiv empfunden eine Steigerung von Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeibeamten und Polizeibeamten wahrnehmen. Und das macht natürlich Mehrfaches. Objektiv verändert das polizeiliches Einschreiten, wo man in der Vergangenheit vielleicht mit einem Streifenwagen und zwei Beamten oder Beamtinnen eingeschritten wäre, setzt man jetzt gleich mehrere Fahrzeuge mit mehreren Kollegen ein. Subjektiv ist das natürlich auch insofern gefährlich und erfordert auch polizeiintern immer wieder Reflexion des Ganzen, weil wir natürlich in Deutschland über Jahrzehnte eine Kultur der Bürgerpolizei entwickelt haben. Das ist auch gut so, das gehört so in unsere Gesellschaft. Wenn aber Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, ständig in Konfrontationssituationen zu kommen, dann gehört polizeiintern immer auch eine kritische Reflexion dazu, um zu bewerten, ja, das sind aber diese Situationen und spiegeln ja nicht die gesamtgesellschaftliche Situation wider. Täuscht der Eindruck, dass so einige, um jetzt auch nochmal wieder auf die Polizeigesetze zurückzukommen, wobei die sich ja unterscheiden in den einzelnen Bundesländern, betrachten wir sie mal alle in einem Topf, es eher eine Beruhigung zu sein scheint für den Bürger, oh, den kann ich in Gewahrsam nehmen, der ist dann erstmal bis zu 74 Tage weg vom Fenster, dann ist er weg und mit Fußfesseln, klar, klasse, dann habe ich den im Griff, da weiß ich immer, wo er ist. Ist das eigentlich, mal ganz abgesehen von der rechtlichen Frage, ist das praktisch durchführbar? Also ist der Polizeiapparat dazu ausgerüstet, diese Form einer 24-Stunden-Überwachung gegenüber mal vage verdächtigten Personen in Angriff zu nehmen? Und ist das berechtigt in allen Fällen? Also ob das berechtigt ist, wird ja hoffentlich, je nachdem, was für eine Eingefugnis ist, die anordnende Behörde und oder meistens sind es ja Maßnahmen mit Richtervorbehalt der anordnende Richter. Aber nicht immer, ne? Genau, dann muss es halt natürlich, wie bei allen Eingriffsbefugnissen, die Behörde vorher sorgfältig prüfen. Also da bin ich jetzt grundsätzlich erstmal, gehe ich natürlich davon aus, dass staatliche Stellen immer auch rechtsstaatlich handeln. Aber die Frage, ist der Staat darauf eingestellt, so zu handeln? Nach meiner Wahrnehmung geht es ja gerade darum, dem Staat Instrumente an die Hand zu geben, in dem Fall jetzt der Polizei Instrumente an die Hand zu geben, ihrem Auftrag auch gerecht zu werden. Das heißt, wenn der Auftrag lautet, Straftaten zu verfolgen und Gefahren abzuwehren, was sozusagen der Generalauftrag der Polizei ist, dann ist es aus gesellschaftlicher Sicht natürlich sinnvoll, die Polizei auch in die Lage zu versetzen, diesem Auftrag nachkommen zu können. Und gerade weil es eben in bestimmten Situationen äußerst schwierig ist, Dinge nur in Anführungszeichen mit Personal umzusetzen, dafür werden ja technische Hilfsmittel eingesetzt. Ich will jetzt nicht auf einzelne Maßnahmen eingehen, das wäre jetzt wahrscheinlich auch der falsche Rahmen dafür, aber um ein Beispiel aufzunehmen, ich kann natürlich, wenn ich technische Hilfsmittel einsetzen darf und kann, eine Person, von der ich davon ausgehe, dass sie gefährlich ist, sehr viel effektiver und effizienter überwachen, als wenn ich da versuche, ständig nur durch Beamtinnen und Beamte, die unmittelbar diese Person beobachten oder, wie wir sagen, observieren, zu agieren. Das frisst Personal, das wir nicht haben. Wird das denn jetzt schon eingesetzt oder also gibt es Fälle oder ist das jetzt alles noch zu frisch? Es kommt auch an, welche konkreten Befugnisse Sie meinen. Natürlich gibt es bereits jetzt in den Ermächtigungsgrundlagen der Polizeigesetze der Länder unterschiedliche Maßnahmen, technische Hilfsmittel insbesondere zur Überwachung von Personen einzusetzen. Natürlich werden die, und zwar schon seit Jahrzehnten, eingesetzt. Aber in all den Diskussionen, wo es darum geht, Polizeigesetze zu verändern, ist es offensichtlich so, dass
häufig beraten durch die Polizei, nicht zwingend immer. Die politischen Verantwortungsträger der Meinung sind, ein Instrumentarium entwickelt zu haben, das der Polizei hilft, ihre Aufgaben noch besser wahrzunehmen. Und ich bitte nochmal um Verständnis, Polizeigesetze anderer Länder konkret zu kommentieren. Das okay, dann verlangen wir Ihnen das auch nicht ab. Herr Zingelstein, Sie möchten einen Vielleicht kann ich zwei Dinge nochmal aufgreifen, was die Verunsicherung und Wahrnehmung von bestimmten Problemlagen angeht. Sie haben jetzt gesagt, natürlich hilft es den Leuten nicht, die eine konkrete Bedrohungssituation erleben, wenn man hingeht und sagt, Unsicherheit gehört zum Leben dazu. Klar, dass es so nicht polizeiliche Praxis ist und nicht polizeiliche Praxis sein kann, liegt ja auf der Hand. Das betrifft ja aber auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eher eine objektive Bedrohungslage, ne? Den Bereich der objektiven Sicherheit. Wenn es eine Bedrohungslage gibt, dann ist die Polizei dafür natürlich zuständig und dann muss sie damit umgehen, dann muss sie den Leuten helfen und tätig werden. Eine andere Frage ist ja, und da haben Sie auch gesagt, wenn Sie irgendeine Person haben, die auf dem Land lebt und wo es gar keine Bedrohungslage gibt, dann kann die natürlich trotzdem auch verunsichert sein, weil eben die objektive Bedrohungslage und das subjektive Empfinden nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Und ich glaube, da hilft es dann nicht, sondern kann eben sogar kontraproduktiv sein, wenn man als Polizei hingeht und sagt, wir kümmern uns da schon drum, sondern da sind dann in der Regel eben andere Entstehungszusammenhänge, die eine Rolle spielen und für Verunsicherung dieser Person sorgen. In der Praxis ist nun meistens das Problem, dass es nicht so klar ist. Ja, es ist nicht so klar, riesengroße Bedrohungslage, da muss man unbedingt objektiv was machen oder überhaupt keine Bedrohungslage, da muss man nur die Verunsicherung bearbeiten. Sondern in der Regel ist es ja gemischt. Jeder ist ja in irgendeiner Form einem Risiko ausgesetzt, mal Opfer einer Straftat zu sein. Und auf der anderen Seite hat er unabhängig davon Verunsicherung. Und ich glaube einfach, dass wir die Verunsicherung, und das habe ich versucht eigentlich in dem Vortrag rüberzubringen, einfach anders angehen müssen. Dass man die eigentlich auch nicht mit polizeilichen Mitteln angehen muss und dass das eine gesellschaftliche, politische und soziale Aufgabe ist. Das zum einen. Zum anderen haben Sie noch gesagt, dass es ja nicht nur diskursive Probleme gibt, sondern auch reale Probleme. Und ich glaube und würde sagen, das habe ich auch versucht, so am Rand ein bisschen unterzubringen, dass die realen Probleme ja natürlich diskursiv geprägt sind. Ja, also natürlich gibt es bestimmte Dinge, die offensichtlich in der Gesellschaft im Sicherheitsbelang eine größere Rolle spielen als andere. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal gegenüberstellen, islamistisch motivierten Terrorismus und den rechtsextrem motivierten Terrorismus, wenn man sich die Opferzahlen anguckt, dann sind die Unterschiede nicht so riesengroß. Die gesellschaftliche Wahrnehmung und Debatte aber, und es ist natürlich nicht das Gleiche und es mag auch in der Gefährlichkeit unterschiedlich sein, ne, aber die gesellschaftliche Debatte und Wahrnehmung und Diskussion darüber ist doch so immens unterschiedlich und auch die rechtlichen Folgen sind so grundlegend unterschiedlich, dass es zumindest mal eine interessante Frage ist, sich damit zu beschäftigen, warum wird das eine eigentlich so intensiv verfolgt und dem so intensiv nachgegangen. Das politisch aufgegriffen spielt in Medien eine große Rolle, spielt in der polizeilichen Praxis eine große Rolle und das andere nicht so sehr. Und damit bin ich beim Thema Polizeigesetze und drohende Gefahr. Sie haben natürlich vollkommen zu Recht gesagt, der Anlass dafür, dass die Polizeigesetze geändert werden in vielen Bundesländern, dass diese Kategorie der drohenden Gefahr eingeführt wird, ist die Bekämpfung des islamistisch motivierten Terrorismus. Allerdings bleibt es ja dabei nicht. Und ich glaube, das ist ein Problem, was auch in der öffentlichen Debatte manchmal so ein bisschen aus den Augen verliert. Die Gefahr, der Gefahrenbegriff ist einfach die zentrale Stellschraube aus grundrechtlicher Sicht für polizeiliche Eingriffsbefugnis, welche Eingriffe in Grundrechte möglich sind. Das heißt, wenn wir an der drehen, dann verändern wir sehr, sehr grundlegend etwas. Und wenn wir dann eine neue Kategorie einfügen und die Einschreitschwelle entsprechend vorverlagern, wird es auf lange Sicht natürlich nicht auf den Bereich Terrorismus beschränkt bleiben. An der bayerischen Umsetzung sieht man auch jetzt schon, dass das keineswegs der Fall sein wird und keineswegs der Fall ist, sondern dass es auf andere gesellschaftliche Bereiche ausgreift. Und dann, finde ich, muss man sich schon die Frage stellen, also Sie haben gesagt, klar, kann man Freiheit und Sicherheit kann man in ganz verschiedenen Weisen konzeptionieren und einander gegenüberstellen. Natürlich kann man auch sagen, Freiheit ist ohne Sicherheit nicht möglich, aber natürlich ist Freiheit und Sicherheit auch ein Gegensatzpaar, weil je mehr Grundrechtseingriffe der Polizei möglich sind, je mehr Freiheitseinschränkungen der Polizei möglich sind, desto mehr Maßnahmen kann die Polizei unternehmen und desto mehr Sicherheit ist aus polizeilicher Sicht möglich. Und da muss man sich, glaube ich, aus rechtsstaatlicher Perspektive schon fragen, wie viele Eingriffsbefugnisse will man geben, wie viele Grenzen will man aufheben.
Und was ist eigentlich der Sicherheitsgewinn, den man damit tatsächlich hat? Möchten Sie direkt darauf antworten? Ja, weil es tatsächlich auch schnell geht. Ja, genau das ist das, was ich versucht hatte auszudrücken. Nur, es ist eine Frage des Blickwinkels. Für mich ist eben kein Gegensatzpaar. Es sind Dinge, die sich gegenseitig, zwei Aspekte, die sich gegenseitig bedingen, häufig auch gegenseitig bedrohen. Das ist vollkommen richtig. Aber das, was ich sagte, sie haben keine Freiheit ohne Sicherheit. Und die Frage, in welche Freiheitsrechte eingegriffen werden muss, um Sicherheit gewährleisten zu können, ist genau das, was es eben bedarf eines gesellschaftspolitischen Diskurses, der nicht von Sicherheitsbehörden bestimmt wird. Nicht die Polizei macht die Gesetze, sondern die Politik diskutiert das. Und das ist der einzige Punkt, wo ich in Ihrem Vortrag tatsächlich kritisch gezuckt habe, als Sie nämlich ziemlich deutlich positioniert haben und gesagt haben, naja, unter anderem Polizei greift jetzt aktiver in den öffentlichen Diskurs ein und berichtet über Straftaten. Ich glaube, das ist nur eine Wahrnehmung, die jetzt vielleicht auch durch neue Formen der Medien wahrgenommen ist. Polizei hat immer über ihre Arbeit berichtet und Polizei macht keine Politik. Ich würde sagen, da machen Sie es sich ein bisschen zu einfach, weil natürlich macht die Polizei Politik. Die Polizei ist immer im Gespräch mit den Innenverwaltungen, mit den Innenministern. Sie haben es ja selber vorhin gesagt, die Politik orientiert sich an polizeilichen Bedarfen. Das heißt, wenn die Polizei zu einem Innenminister hingeht und sagt, wir brauchen in diesen Bereichen die und die Befugnisse, dann ist das was, was unter Umständen politisch Thema wird. Also dass die drohende Gefahr als Kategorie in die Polizeigesetze kommt, ist ja nichts, was die Innenministerkonferenz sich als erstes ausgedacht hat, sondern das ist was, was aus der Polizei kommt, aus den Sicherheitsbehörden kommt, wo gesagt wird, wir wollen gerne diese und jene Befugnisse, um Gefährder überwachen zu können, um Eingriffsmaßnahmen schon im Vorfeld der konkreten Gefahr zu haben, und dann ist das was, was politisch umgesetzt wird. Und deshalb muss man natürlich sagen, nimmt die Polizei Einfluss auf die Politik der inneren Sicherheit, und zwar ganz massiv. Und natürlich ist es auch immer schon so gewesen, dass die Polizei über ihre Arbeit berichtet hat. Aber das unterliegt doch einem grundsätzlichen Wandel. Also da müssen Sie sich doch nur den Bereich Social Media angucken. Also das, was auf Twitter stattfindet, auf Facebook stattfindet, ist doch eine ganz andere Form der Öffentlichkeitsarbeit, als die Polizei das noch vor 10, 20 Jahren gemacht hat. Und ich glaube, wenn man sich die Pressearbeit der Polizei in den 1970er, 1980er Jahren anguckt und das, was heute stattfindet, da liegen zu Recht Welten zwischen, weil natürlich auch die Polizei erkannt hat, dass Außendarstellung ein extrem wichtiger Punkt ist. Ja, aber gerade im Bereich des Social Media ist polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit eigentlich ausschließlich darauf gerichtet, erstens zu informieren, zweitens insbesondere im Bereich der Prävention Hinweise zu geben, und drittens natürlich allgemein darüber zu informieren, was Polizei macht. Also gerade die von Ihnen angesprochenen Themen werden in Social Media Veröffentlichungen von Polizei extrem selten bis gar nicht bedient. Meistens geht es um Präventionshinweise, Hinweise auf Verkehrsbeeinflussung oder Vergleichbares und natürlich Nahrungswerbung. Also was sich mir noch immer nicht wirklich erklärt ist, woher denn diese gefühlte Angst, dieser Ruf nach mehr Sicherheit nun tatsächlich kommt. Sie sagen, es sind eigentlich von Kriminalität abgekoppelte Fragen, nämlich eher soziale Fragen. Sie als Polizei reagieren natürlich nur als Sicherheitsbehörde darauf. Aber ein Punkt wurde genannt, bei Ihnen beiden jetzt mal zwischendurch, nämlich bei Ihnen kam es mir vor in widersprüchlicher Weise. Sie sagen, der Anteil der Medien an der ganzen Fragestellung sei geringer als vermutet. Und relativ zum Schluss sprechen Sie von diesem publizistischen Verstärkungskreislauf zwischen Polizei, Medien und Politik. Was für Medien meinen Sie jetzt da eigentlich? Also sind Sie nun beteiligt oder sind Sie nicht beteiligt? Und welche? Das ist eine gute Frage und ist natürlich auch eine sehr schwere und eine sehr komplexe Frage. Wir haben ja in dem ganzen Bereich immer quasi das Henne-und-Ei-Problem. Das heißt die Frage, woher kommt das eigentlich und wer greift es dann nur auf? Und wahrscheinlich kann man es so gar nicht auflösen, weil es eben eine Dynamik hat, die ganz verschiedene Akteure auf der gesellschaftlichen Ebene betrifft. Wir haben auf der einen Seite natürlich Geschehensabläufe im realen Leben, ja, also wenn wir nochmal auf den Bereich Terrorismus kommen, natürlich die Anschläge, die eine Rolle spielen, das Ganze wird medial aufgegriffen und entsprechend geframed, um das mal neudeutsch zu sagen, und das würde ich sagen, machen alle Medien.
Aber natürlich machen die verschiedenen Medien es in unterschiedlicher Form. Natürlich sind Boulevardmedien, sind Fernsehen anders unterwegs, als es die Süddeutsche Zeitung ist oder die Zeit ist, und tun das auf eine andere Art und Weise, auf eine sehr viel dramatisierendere Art und Weise. Nun haben wir auch schon gesehen und gehört, dass es aber natürlich nicht so einfach ist, dass der Zeitungsleser in die Zeitung guckt oder der Fernsehzuschauer ins Fernsehen guckt und alles glaubt und wahrnimmt, was ihm dort präsentiert wird, sondern die Leute nehmen das natürlich auf, gleichen es mit ihrem Wissen ab und nehmen auch Confirmation Bias bestimmte Dinge eher wahr als andere Dinge. Das ist also ein sehr komplexer Kreislauf, der zwischen Akteuren wie Politik, Polizei, aber auch privaten Sicherheitsanbietern, zwischen Medien und zwischen Bevölkerung stattfindet. Und ich glaube, man kann gar nicht sagen, wo der Ausgangspunkt ist und was dann nur darauf folgt, sondern das ist ein Kreislauf, der sich im Prinzip immer gegenseitig verstärkt. Worauf ich im Bereich der Kriminalitätsfurcht hingewiesen habe, ist, dass eben die Kriminalitätsdarstellung der Medien sich nicht eins zu eins durchschlägt auf die Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung, sondern dass wir da eben eine eingeschränkte Wirkung haben. Ja, auf das Thema Medien werden wir sicherlich auch im Verlauf des Tages noch weiter zurückkommen. Ich würde gerne noch für zwei mögliche Fragen für 5 Minuten in das Publikum öffnen. Ich glaube, ich muss mal meine Brille anziehen, damit ich sie besser sehen kann. Irgendwo sind Mikrofone unterwegs. Wenn Sie mir ein Handzeichen, da kommen von rechts und links jeweils ein Mikrofon, wenn Sie mir ein Handzeichen geben, vielleicht haben Sie auch noch eine dringende Frage an einen der beiden Herren. Da sind Sie schon, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also Herr Karabinis und... Wo sind die Mikrofone jetzt? Hier vorne sitzen die beiden Meldungen. Test. Stellen Sie sich bitte auch ganz kurz vor, damit wir wissen, wer Sie sind. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Lammes. Ich komme von der Polizeidirektion Osnabrück. Also ich bin Polizist. Und deswegen ist mir auch eine Sache aufgestoßen, die ich nochmal nachfragen wollte, weil mir das vollkommen fehlte. Professor Dr. Singelstein hat gesagt, die Kriminalitätsfurcht ist eigentlich immer da. Man kann sie mit polizeilichen Mitteln kaum beeinflussen. Es ist aber auch so, dass wenn irgendwo ein Problem aufpoppt in der Gesellschaft, die Polizei darum kümmert, dann vielleicht auch dazu beiträgt, dass das Problem objektiv verbessert wird. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Jugendkriminalität. Das war in den Jahren 2008, 2009, 2010 ein ganz großes Thema. Jugendkriminalität, Jugendgewalt, Jugendbanden. Und Polizei hat sich des Problems angenommen, Polizei hat Konzepte entwickelt. Und Polizei war auch, was die objektive Sicherheitslage angeht, da erfolgreich. Man hat die Anzahl der Straftaten und die Anzahl der Tatverdächtigen zurückfahren können, und das sehr deutlich. Und das wird dann noch, denke ich, auch in der Folge dazu geführt haben, dass die Furcht vor Kriminalität von Jugendlichen auch zurückgegangen ist. Und dieser Faktor hat in Ihrer Darstellung vorhin noch vollkommen gefehlt. Und da hätte ich gerne eine Stellungnahme zu. Ja, vielen Dank. Natürlich ist es so, dass, und das habe ich ja auch. Also mein Schwerpunkt lag auf der subjektiven Ebene, deshalb habe ich die objektive Ebene immer am Rande eingeflochten, wo sie aus meiner Sicht für die subjektive Ebene eine Rolle spielt oder keine große Rolle spielt. Natürlich ist es so, dass die Polizei objektive Problemlagen, Sicherheitsprobleme, Straftaten bearbeitet. Das ist ihre Aufgabe und das tut sie in den verschiedenen Bereichen mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Über die Wirkungszusammenhänge, die Sie jetzt beschrieben haben, kann man sich aber natürlich sehr streiten. Also was alles Einfluss hat auf das Aufkommen, auf die stärkere Wahrnehmung von Jugendkriminalität und dann auch auf die abnehmende Wahrnehmung und Bedeutung in der gesellschaftlichen Debatte. Dazu gibt es ja durchaus unterschiedliche Positionen. Sicher wird die Polizeiarbeit einen Einfluss dazu geleistet haben, aber es wird sicher nicht die Polizeiarbeit alleine gewesen sein. Im Gegenteil, wenn wir uns Kriminalitätsbearbeitung insgesamt angucken, sehen wir eigentlich, dass das klar, dass das System des Strafrechts und der Strafverfolgung insgesamt, dass es das gibt, dass es einigermaßen funktioniert, hat natürlich eine zentrale Bedeutung für das Kriminalitätsaufkommen in der Gesellschaft. Aber der Einfluss auf konkrete Entwicklungen ist doch relativ überschaubar. Und deshalb kann man sich, finde ich, schon die Frage stellen, inwiefern wirklich die Strafverfolgung und die polizeiliche Arbeit in dem Bereich das Zentrale ist. Und ob nicht beispielsweise auch eine diskursive Wahrnehmung des Ganzen eine große Rolle spielt. Natürlich ist es so, dass wir in den Jahren, die Sie genannt haben, einen Anstieg der Jugendkriminalität haben, einen statistischen Anstieg der Jugendkriminalität, also in der festgestellten Kriminalität, da ist das Dunkelfeld nicht unbedingt drin, aber die Wahrnehmung, die gesellschaftliche Debatte war um ein
Vielfaches aufgeregter, als eigentlich die Statistik Anlass gegeben hätte. Und deshalb finde ich, darf man sowas wie eine diskursive Thematisierung durch Politik, durch die Medien eben für die Frage, also nicht außer Acht lassen, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, wie werden eigentlich Sicherheitsprobleme in der Gesellschaft hergestellt und wahrgenommen. Da spielt Polizei eine Rolle, aber eben nicht nur Polizei, sondern eine ganze Reihe anderer Aspekte auch. Herr Karadeniz. Ja, guten Tag. Ich bin Jan Karadeniz vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften aus Leipzig. Ich komme aus Sachsen und bin damit ein personifizierter Ausdruck davon, dass diese Tagung heute einen überregionalen Charakter hat. Hat natürlich aber auch eine Frage aus Sachsen heraus, weil wir dort in gewisser Hinsicht, ich würde sagen, gesellschaftliche Entwicklung nochmal in einem Brennglas, in einem anderen Fokus erleben. Wir haben dort zu der Entstehungszeit der sogenannten Pegida-Bewegung 2015 0,48% Muslime in Sachsen gehabt. Nochmal in aller Deutlichkeit 0,48%. Mittlerweile gab es einen massiven Anstieg, wir sind bei 0,7% Muslimen angekommen. Nichtsdestotrotz ist das Grund dafür, dass landesweit gut und gerne 60-70% der Menschen die Äußerung tätigen, dass sie Angst vor der Islamisierung des Abendlandes haben. Ich frage mich, und das ist eine ganz konkrete Frage, nicht nur an die Sicherheitsapparatur der Bundesrepublik, sondern auch an die Politik. Natürlich geht das jetzt vor allen Dingen an die beiden Herren hier auf dem Podium als kritische Anmerkung. Wenn wir Gefühle ernst nehmen, müssen wir uns dann fokussieren auf diese Ängste der mehrheitlich herkunftsdeutschen Bevölkerung, die Angst vor der Islamisierung des Abendlandes hat, obwohl es de facto kaum Muslime gibt? Oder fokussieren wir, welches Gewicht wird auch der Angst zum Beispiel der Menschen, den Ängsten der Menschen eingeräumt, die selber eine migrantische Biografie haben und eher, wenn Stichwort Angstträume, zum Beispiel Angst haben, aus den Großstädten herauszugehen auf ländliche Ebenen, de facto in Bereichen leben, wo es ja faktisch No-Go-Areas gibt. Ja, inwiefern, also welche Ängste sind quasi, haben Präsenz, welche Ängste haben Relevanz? Es gibt diesen schönen Ausspruch von George Orwell, all animals are equal, but some are more equal. Vor dem Hintergrund die Frage, alle Ängste sind scheinbar gleich, aber manche sind ja dann doch wohl gleicher. Ich frage mich, an wen adressieren wir? Politik, Sicherheitsarchitektur, Sicherheitsapparatur, das ist so eine Frage. Und nochmal eine kritische Frage, vielleicht nochmal an Sie. Früher ist man im Bildungssektor davon ausgegangen, dass es so eine Art Parallelgesellschaften gibt. Mittlerweile haben wir eine Diskursverschiebung und wir haben langsam eine Erkenntnis, die sich durchsetzt, dass wir feststellen, wenn Sie zum Beispiel in Schulen gehen, dann haben Sie eine Parallelgesellschaft, aber die ist in der Regel im Lehrerzimmer. Sprich, sobald Sie ins Lehrerzimmer kommen, haben Sie einen relativ homogenen Raum, der mit Realität da draußen in der Gesellschaft nicht so viel zu tun hat. Und ich frage mich auch vor diesem Hintergrund dieser Erkenntnis, wie sieht das aus in der Polizeidirektion Bremen vielleicht oder auch landesweit? Haben wir da auch Parallelstrukturen? Gibt es da eine Apparatur, die vielleicht auch dafür sorgt, dass diese Räume homogen bleiben? Oder gibt es auch da Bewusstsein für gesellschaftliche Diversität, dafür, dass wir ein Einwanderungsgesellschaft sind? Und versuchen wir das auch in der Personalstruktur abzubilden? Dankeschön. Ja, wer von Ihnen möchte? Zu dem ersten Teil Ihrer Fragestellung. Das meiste ist ja von Ihrer Forderung nach politischer Auseinandersetzung. Da kann sich als Vertreter von Polizei jetzt nur sehr eingeschränkt zu beitragen. Was aber vollkommen klar ist, Ihre Frage, wir müssen Gefühle ernst nehmen, wie reagieren wir darauf? Ja, wir müssen Gefühle ernst nehmen. So hatte ich das auch eher gemeint im Sinne von, uns muss bewusst sein, was gesellschaftlich diskutiert wird. Und wir müssen als staatliche Stellen insgesamt und Polizei als Teil dieses Systems gucken, wie wir darauf reagieren, wie wir insbesondere kommunizieren. So. Wenn eine Position vertreten wird, ich kommentiere jetzt auch ganz bewusst nicht die Situation im Land Sachsen, habe ich schon vier andere Länder nicht kommentiert, aber wenn eine Situation wahrgenommen wird, dass von nicht unerheblichen Teilen der Bevölkerung eine bestimmte Situation als bedrohlich und auch kriminalitätsbedrohlich wahrgenommen wird, dann, so ist es meine Auffassung, ist es Aufgabe auch von Polizei, nicht nur von Polizei, die Fakten zu kommunizieren dazu. Und dazu gehört in diesem Fall beispielsweise, im Bereich der inneren Sicherheit ist das keine Bedrohung. So, damit adressiere ich diese Ängste, nehme sie also insofern als Ängste ernst, reagiere aber als Sicherheitsbehörde, indem ich versuche, so hat der Herr Siegel auch gesagt, das zu objektivieren, zu versachlichen.
Umgekehrt, wenn Personen sich bedroht fühlen, weil sie sagen, ich fühle mich hier Angriffen ausgesetzt, weil ich beispielsweise nicht aussehe wie die Mehrheitsbevölkerung oder ähnliches, dann ist auch da natürlich Aufgabe der Sicherheitsbehörden, solche Angsträume zu vermeiden. In welchen, führt jetzt deutlich zu weit auseinander zu fieseln, was dann geeignete Maßnahmen sind. Aber natürlich müssen diese Ängste insofern adressiert werden, dass Sicherheit hergestellt ist. Das ist das, was ich eben versuchte deutlich zu machen. Freiheit braucht Sicherheit. Und unser Anspruch muss ja sein, dass jeder Bürger in der Bundesrepublik Deutschland in der Lage ist, dahin zu gehen, wo er das gerade möchte oder sie, ohne Angst zu haben, Opfer einer Gewaltstraftat zu werden. Also insofern werden diese Ängste an der Stelle verzögert. Kurze Antwort, weil es sonst, glaube ich, Thema für eine Gesamttagesveranstaltung wäre. Ja, wir müssen auch langsam... Der andere Teil, der fällt mir umso einfacher, weil wir da sehr stolz drauf sind. Für die Polizei Bremen darf ich sagen, aber ich glaube, das gilt für nahezu alle Polizeibehörden im Bundesgebiet. Wir setzen sehr großen Ehrgeiz darin, unseren Personalkörper zu diversifizieren. Das hat, ich fange einen Schritt vorher an, das fing an in den 80er Jahren, als man so auf so absurde Ideen kam, wie Frauen in den Polizeivollzugsdienst zu holen. Es war schon der erste Kulturbruch. Von dem Schreck hat sich die Behörde mittlerweile erholt. Und natürlich versuchen wir Personen mit unterschiedlichen Lebenshintergründen, nicht nur Migrationshintergründen, geschlechtliche Identität, Bildungshintergründe, all das versuchen in unser Personal zu kommen, um selber diverser zu werden. Und ich habe jetzt leider die akute Zahl nicht dabei. In unserem letzten Einstellungsjahrgang meine ich mich an die Zahl zu erinnern, dass wir Personen mit Migrationshintergrund aus deutlich über 30 Ländern dabei hatten. Ich habe jetzt gerade, jetzt nicht nur Polizeivollzugsdienst, in anderen Bereichen eine Kollegin begrüßt, deren Hauptqualifikation ist, dass sie Volljuristin ist. Ich nehme aber gerne mit, dass sie pashtunischen Migrationshintergrund hat und auch die eine oder andere Fremdsprache mitbringt, die wir im polizeilichen Arbeiten sehr gerne haben. Also kurze Antwort da, natürlich wollen wir diverser werden, aber natürlich dauert das auch, weil grundsätzlich erstmal über lange Jahre typischerweise sich sozusagen die Mehrheitsbevölkerung ausschließlich zur Polizei gezogen hat und erst über die letzten Jahre sich das in erheblichem Maße gewandelt hat. Das versuchen wir jetzt nachzuvollziehen und da stimmt der Spruch mal wirklich, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Vielen Dank, Herr Professor Heinke. Auch Herr Singelstein noch eine Schlussantwort und dann lassen wir Sie in die Pause. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Beitrag, insbesondere für den Aspekt oder Ihre Frage, um wessen Ängste geht es eigentlich? Wen gucken wir uns da an? Wen sollten wir uns da angucken? Weil es, glaube ich, nochmal deutlich macht, es gibt nicht nur viele Sicherheiten, sondern es gibt auch viele verschiedene Unsicherheiten. Und in der Tat neigen wir, glaube ich, dazu, bestimmte Unsicherheiten sehr viel stärker wahrzunehmen als andere Unsicherheiten. Sie haben das ja sehr schön deutlich gemacht am Beispiel Sachsen. Einerseits Pegida-Bewegung, andererseits Leute mit einem wahrgenommenen Migrationshintergrund, was für die eigentlich für Angsträume da bestehen. Das eine spielt in der öffentlichen Debatte eine große Rolle, das andere spielt in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz schön, dass die Frage, um welche Ängste sorgen wir uns eigentlich, mit welchen Verunsicherungen gehen wir eigentlich um, was ist, was durchaus diskursiv geprägt und hergestellt ist und dass es eben nicht um objektiv festgestellte Verunsicherungen geht, die dann so bearbeitet wird, wie es sein soll. Und um nochmal auf den Vergleich rechtsextrem motivierter Terrorismus, islamistisch motivierter Terrorismus zurückzukommen, es wird ja durchaus auch diskutiert, ob eine vergleichbare Problemlage der diskursiven Wahrnehmung in dem Bereich besteht. Wenn man sich anguckt, wer potenzielle Opfer eines rechtsextrem motivierten Terrorismus sind und wer potenzielle Opfer eines islamistisch motivierten Terrorismus sind, kann das natürlich auch was sein, was einen massiven Einfluss auf die gesellschaftliche Debatte, auf die diskursive Wahrnehmung von diesen verschiedenen Problemlagen hat. Bei der Frage, wen adressieren wir, würde ich ganz klar sagen, wenn es um objektive Problemlagen geht, um den Bereich der objektiven Sicherheit geht, ist das natürlich Aufgabenbereich der Polizei. Da, wo es um Verunsicherung geht, um Ängste geht, ist das viel eher eine Aufgabe von Politik und Zivilgesellschaft. Und meine ich, sollten wir die adressieren, ob sich die gegenwärtige Situation, wo eben die öffentliche Debatte, der Diskurs viel geprägt ist von Problemen der inneren Sicherheit, weniger von den sozialen und politischen Problemen, ändern wird, muss man sehen. Ich bin da eher etwas skeptisch gestimmt. Herr Professor Singelstein und lieber Professor
Daniel Heinke, ganz herzlichen Dank hier für den Auftakt zu dieser Tagung. Jetzt sei Ihnen allen erstmal eine Pause gegönnt. Hinter den Flügeltüren gibt es Kaffee. Wir machen eine Viertelstunde Pause.